Hallo, hallo, hallo. Hallo, mein Name ist Sally und heute bin ich bei der Talentshow von Zoria und Rohat. Ich moderiere heute das Ganze. Übrigens kommt heute um 18 Uhr die neue Kollektion raus. Das erste Teil von der Jury ist Rohat. Komm mal bitte rein. Bester Mann, Real Talk. Gut gemacht, Bro, also ernst. Ja, okay, bis zum nächsten. Als nächstes Hamed Loco kommt. Ey, Hamed Loco! Mach mal Applaus, was ist los mit euch, Alter? Wie hat's euch schon mal gehört? Wo ist die Kamera? Schluss, Daniel, komm mal bitte rein. Danke, Bro, danke. Dankeschön, Bro. Das war's. Ich wünsche euch viel Spaß. Vorbei. Einfach falsch herum. Das war's. Hey, wie cool. Ja, passt, ne? Also sieht echt cool aus. Auch cool. Chat, ist alles okay? Also manche schreiben rein, dass es ein bisschen delayed ist. Der Found. Aber Real Talk, wie sieht die Kulisse aus? Bombe, Bruder. Ich sag dir ehrlich, ich find's hart. Pause. Delay ist krank. Das war's. Nein, chill, Bruder, wir machen das. Die sollen, wir machen unsere Sachen, die machen ihre also Sachen, wenn das dann klappt. In 7 Minuten geht schon Pre-Order los, ne? Boah, der ist rot, nervös, alles, der rennt die ganze Zeit hoch und runter. Man kann nicht vorher schon, nur ein paar, nur ein paar. Ich meine Early Access, meine ich. Wer kann sich, alle, die im Stream sind? Nee, alle, die einen Code bekommen haben. Und warum leakst du keinen Code im Stream einfach? Nee, ich verlos manche. So, im Stream aber. Ja, auch. Ja, okay, ich check. Ja, korrekt, entspannt. Okay, Brü, komm, erzähl mal, was machen wir heute? Heute ist Talentshow-mäßig, aber ich weiß nicht, ob wir das gefixt kriegen schnell mit der Audio. Regie? Regie war gestern noch besoffen, war ein Karneval, deswegen ein bisschen stressig. Ist heute noch Karneval? Oder ist nicht mehr? Ich glaube, war gestern. Ist heute noch nicht. Irgendwie Karneval? Ist heute noch? Nee, ne? Karneval in Köln. Nein? Boah, Bruder, wir wollten danach gehen. Ich muss sagen, Roa, Digga, für das erste Mal, das erste so Event-Ding von dir, so streamtechnisch, so alleine, ne? Abhängig von dir. Hey, voll cool. Ja, das ist wirklich super. Ich dachte, das wird richtig kacke, Digga, so Arschritze, Toilettensitze so und sowas. Ich möchte eine Sache erwähnen. Tisch ist ein bisschen gar nicht. Ich möchte eine Sache erwähnen. Auch an die Kandidaten gleich, die hören mich sogar, weil die da hinten sind. Hamed Loco hat für uns Pizza bestellt, alle. Warte. Nein, du bist ein ehrenloser Hund. Das muss erwähnt werden. Er hat in Köln beim schlecht bewertesten Restaurant hat er Pizza für alle, für uns, auch für die Kandidaten. So wirklich, Hamed, dass er hierher kommt, auch noch den, ja ne, uns, okay. Aber dass er das den anderen gibt. Er gibt es den anderen und sagt auch noch, ist alles halal, Bruder. Und hat auch so einfach gelogen. So Nein, Spaß. Das ist eine Lüge. Spaß. Das Ding ist, ich habe die Pizza aber auch selber gegessen. Die sind alle am Schwitzen im Parfum. Aber ich habe Bauchschmerzen jetzt schon. Ja, kann sein. Kommt noch, Jungs. Ja. Chat schreibt, es kracht mit Ton. Scheiße, auch machen. Lass einfach machen. Und wenn die das hinbekommen, dann bekommen die das fertig, hin. Bruder. Ja, das machen. Du kannst das machen. Hast du das sonst auch zur Not auf Video? Ja, ne? Ja, das ist ja das Video. Aber wenn der da reinscheißt, haben wir zur Not auch ein Video? Nee. Doch, Kato, oder nicht? Ja, dann machen wir ein bisschen morgen, ja. Aber zur Not soll er auch uns vloggen und so. Kato, da sitzt wie am Anfang was direkt. Für eine Aura, Bruder, wirklich. Wenn das reinscheißt. Verrückt. Weißt du, was ich meine, Kato? Aber Digga, ey, jetzt Real Talk. Shoutouts, VitaVate Caller? Ja, Caller. VitaVate Caller hat einfach dieses Overlay hier gemacht. Ja, hab ich dich geplagt, Caller, ne? Hab ich dich geplagt, Broski. Ja, wirklich, ernst korrekt. Wirklich diese Anfangsszene, auch mit diesen oben rechts, diesen, mit diesem Overlay von der Cam, das sieht richtig krass aus. Wir haben hier Stift und Papier und da schreiben wir uns auf. Es sind wirklich, ich habe ein paar Talente gehört. Das ist ein Textmarker, das ist gar kein Stift. Ja, Bruder, das ist ein Stift. Ey, Bruder, er hat eben gesagt, ich habe nur die Stifte, sorry. Und so, er hat richtig entschuldigt. Ehrlich jetzt? Ja, boah, ich schwöre, diese Textmarker sind eher am geilsten, da kann man unterstreichen und ja, so. Ja, stimmt. Man kann so schöne Überschrift machen. Okay. Ja. Mit so Ding. Okay, warte mal. Wie kannst du mir einmal erklären, so als Zuschauer, wie das heute hier abläuft?
Es kommt einer rein, der stellt sich vor, okay, erzählt uns sein Talent, dies und das. Okay. Wir schreiben auf, okay, wie bewerten wir das Ganze, aber behalten das auch für uns. Aha. Und am Ende gibt es einen Gewinner, der kriegt 500 Euro. Es geht gar nicht in mehrere Runden, sondern jeder trägt nur einmal sein Talent. Ja, du kannst, was bringt Bruder, das? Bruder, soll einer zweimal sehen? Ja, Bruder, wenn einer tanzen kann, kann er noch einen anderen Tanz zeigen, weißt du? Ja, aber das kann ja nicht jeder. Ja, das stimmt. Okay. Weißt du, was ich meine? Okay. Also jeder von uns hat eine eigene Bewertung und am Ende rechnen wir unsere Bewertung. Ich sehe den Chat, aber ich kann nichts gegen machen. Gegen Delay. Gerade Regie ist gerade dran. Ist normal bei euch? Mach doch mal laut. Warte mal, ist es normal? Nichts gegen machen. Test. 1, 2, 3. Hallo, Test. Mach doch mal laut. Warte mal. Es fängt, Digga. Hä? Geht doch. Ja, Junge, rennt auf dich. Die haben mich einfach geprankt. Doch, es geht. Ja, passt doch. Ja, okay, ist gut jetzt. Okay, let's go. Let's go, let's go. Okay, dann ist geil, Jungs. Warte mal. Erstmal, dicke Shoutouts auch an Ward für dieses ganze Ding, fürs Einladen, auch an Hamed Ward. Guck mal, was ein Typ, wirklich. Guck mal, lass mal da Liebe im Chat und so, diese Filme, wirklich. Kato richtig sauer. Eigentlich hat Kato organisiert, aber danke an Roat. Ja, ey, Shoutouts Kato. Kato hat wirklich alles organisiert. Er ist gerade am Platz. Und Henry. Shoutouts Henry. Und Henry Kato. Auch hier da. Okay, du musst dich nochmal wiederholen, weil jetzt Ton okay ist. Genau. Wegen Klamotten. Jetzt geht's. Achso, warte mal. Ey, in 3 Minuten geht schon Pre-Order los. Also an jeden, der einen Code hat, ihr könnt in 3 Minuten schon loslegen und euch die Sachen holen. Und an alle, die keinen Code haben, ihr könnt heute Codes bekommen während des Streams. Und um 18 Uhr ist offizieller Drop. Mach dir nicht auch jeder. So, Bruder, die ersten 5 Bestellungen kriegen gratis oder bin ich dumm? Hast du gesagt, Pat? Guck, Bruder, ja, der Unternehmer aus mir. Stark, Pat, okay. Ja, hol den ersten rein. Wollen wir direkt losgehen? Schon los? Ohne Filter, alles. Ey, Junge, das ist ein bisschen wie schon mein Vater, wie er mir Schwimmen beigebracht hat. Einfach ins kalte Becken. Ja, einfach reinschmeißen. Ja. Digga, guck, danke, Sie. Bruder, ich hab keinen Bock, Nein zu sagen bei ihm, ne? Wo ist der Buzzer, Bruder? Wo ist der Buzzer? Haben wir einen Buzzer? Wir haben einen Buzzer, oder? Ja, wir haben einen Buzzer. Wo ist der? Wofür ist der Buzzer? Wofür, Bruder? Nein, Bruder, ich sag ehrlich, das ist hart bei mir jetzt Buzzer. Mann, Bruder, du musst dreckig sein. Was ist los mit dir, Bruder? Buzzer, ja oder nein? Doch, nur zur Not. Er ist nur einer, Bruder, der wirklich, du musst mal auch wirklich hart sein. Es gibt doch auch immer einen Unsympathischen in der Gruppe, weißt du? Ja. So. Daniel hier zum Beispiel. Hä, der Ton ist komplett normal. Ja, lass, ignorier doch einfach, Bro. Ja, passt doch völlig. Ignorier das, Rohat. Ja, okay. Einfach. Ja, ich denke so, dann ist es wirklich asynchron. Checkst du? Ja, scheiße. Lass nur, wenn deine Mods schreiben. Mods sagt immer, wenn was schlecht läuft. Einfach so nur Mods in meinem Zelt. Okay. Ja. Ein Dreck. Ey, Bundog, Bruder, ein. Du lügst. Guck mal den. Pause. Wegen ihm habe ich nichts gegessen, Bruder, wirklich. Bruder, ich check das jetzt, ob es Adlon Kuhn ist. Hallo? Mach einfach so. Oha, Junge, ich bin dumm, komm. Bruder, ich check das jetzt, ob es Adlon Kuhn ist. Hallo? Mach einfach so. Oha, Junge, ich bin dumm, komm. Ernst, Asynchron? Ja. Ich hab das Ganze gar nicht gehört. Es ist for real. Okay, es hat ein Mod geschrieben. Okay, das ist das Offizielle so. Ja. Okay. Okay, ich weiß, der erste Kandidat. Warte mal, ist bei ihm Asynchron? Ist da also ein Kronen? Lass mal in die Hände, Sali. Mein Nacken brüllt. Mhm. Sonst haben wir das gut gekommen, Bruder. Mach nochmal. Hamed, wie lange bist du gefahren? Bruder. Ich bin 2 Stunden gefahren. Easy, ich auch, Bruder. Du auch? Ja. Stellst du auch Award morgen in Rechnung, die Anfahrt und so? Ganz nee. Gleich noch. Okay. Die Pizza aber. Stark. Alles gut. Bruder, die Pizza werde ich nicht bezahlen, Bruder. Zeig mich an, Bruder, die Pizza werde ich nicht bezahlen. Das ist doch mal hart, wirklich schlecht bewertet, das ist asozial. Aber war doch okay, Digga, hat doch geschmeckt. Okay, Jungs, habt ihr Bock? Also Kinderarbeit ist crazy, Chat. Also Kinderarbeit ist krank. Okay, komm. Wollen wir direkt loslegen? Ja, ich hab Bock. Seid ihr ready? Wir haben doch, wie viel Talent haben wir? Okay, passt. Aber. Okay, wir legen los. Gib ihn, let's komm. Go. Erster Kandidat. Was geht ab? Wie heißt du? Ich heiße Jonas. Ihr müsst ein bisschen näher ans Mic reden, maybe. Ja, okay, wie heißt du? Ich heiße Jonas. Was machst du heute? Oder ich singe heute für euch. Sing. Oh. Sing ist mutig. Singen oder rappen? Sing ist mutig. Sing ist mutig, Bruder. Mein Text jetzt wirklich nicht so lang. Aber warte, das Krasse ist, Bruder, du hast ja halt auch 2 Musiker so in der Jury, weißt du? 2 Rapper, so. Das ist halt schon, wir haben Expertenwissen. So. Ja, ich bin auch Rapper. Ja? Ja. Hier.
Ja, okay, Bruder, ich wünsche dir viel Glück. Dann würde ich sagen, Digga, Sally ist so süß. Todes. Okay, Bruder. Kann man mich dabei laufen lassen? Ist das ein Louis Vuitton-Tattoo? Ja, das ist jetzt erst. Was zur Hölle? Der ist krank im Kopf, Bruder. Der ist verrückt. Okay, Bruder, sag uns, wenn du ready bist. Kann ich meinen Beat dabei laufen lassen, ja, ne? Natürlich. Mein Beat, dein Beat ist mein Beat. Mach an. Genau so. Aber hör mal, das mit Mike, weil das ist halt das Schure, ne? Das ist halt sehr so auf, du musst nachher reinreden. Checkst du? Bro, sonst mach ich einfach so. Hol die Box, Bruder. Wenn schon, soll er richtig machen. Der hat nachher mal die Möglichkeit, Bruder. Ja. Der kriegt 500 Euro, wenn er gewinnt, ne? Ach, Digga, krass. Mach mal bitte Submodus rein. Oder wenn du noch was trinken willst, kurz, nimm dir, schnapp dir kurz, ne? Schnapp dir das Brati von irgendeinem Rapper. Ich sag deinen Namen nicht, Bruder, weil die wurde nicht bezahlt. Check dir, so läuft das ab. Für wen bist du, Bruder? Kapital oder Bushido? Bruder, Kaffi hatte mich in der Story, ja. Aber ich mag Bushido irgendwie mehr. Ich auch, Bruder, viel sympathischer. Kaffi hatte dich in der Story. Ja, meine Reaktion auf sein Ding. Echt? Also, ja. Der hat das Ding so Bilder einfach gepostet von Reaktion. Fandst du gut den Track? Ja, ich fand den nicht schlecht. Ich war fand mies den... Shit. Fandest du Shit? Ja, ja. Nee, ich fand cool, aber ich fand den jetzt nicht überkrass. Also so, boah, heftiger Diss, sondern eher so unterhaltsam. Ich hab nicht mal gehört. Ja, okay, Shoutouts nice. An ihn, Bruder, wirklich. Kapital, geil. Natürlich. Ja, beide coole Rapper auf jeden Fall. Natürlich, Bruder, beide Legenden. Falls ihr das seht. Warte, da kommt die erste Bestellung rein. Aber wie geht das? Achso. Ja, Pre-Order. Pre-Order. Pat. Soll bei dir rein. Hast du schon? Ja, dann mach einfach Story. Dahin, genau. Ja. Bei dir? Locker. Oha, da kommen. Oha. Ja, natürlich kommen jetzt Bestellungen rein, Bruder. Ja, du kannst doch sagen, die Leute können jetzt schon bestellen mit Pre-Order. Achso, tschüss. Was geht ab? Du musst diese Ding, mach mal deinen Ton an. Mach mal Ton an. Wie geht das? Ist das an? Nein, das laut. Ist an. So, warte. Ja. Okay. Ah, Walla, warum ist das Ding? Keine Ahnung. Guck, hörst du? Diese Katsching. Diese Katsching? Ja, ja. Komm, diese Katsching rein? Ja, ja, Bro. Das ist krank. Okay, wollen wir, Jungs? Okay, Jungs, warte, sag erstmal, Bruder, wie alt bist du? Woher kommst du, Bruder? Das wäre super. Ich bin 17, ich komme aus dem schönen Gewilsberg. Wo ist das? Wo ist das? In der Nähe von Hagen. Was schreibt ihr denn jetzt auf? Name, Alter, Sozialversicherungsnummer, Bruder, alles. Jonas. Junus, 17 Jahre alt, aus Wewelsburg. Wie viel hast du gerade auf dem Konto, Bruder? Gewilsberg, Bruder. Wie viel hast du zurzeit auf dem Konto, Mann, Bruder? Halt's Maul, Mann. Ich hab kein Konto, Bruder. Hast du kein Konto? Nein. Alles gut, Bruder. Ja, 17, Bruder. Ich dachte, ich hatte mit 17 auch kein Konto. Ach so. Okay, warte, eine Frage. Es interessiert mich ehrlich, was ist in der Tasche drin? Bruder, in der Tasche, kann ich dir direkt sagen, ist mein Ladekabel, meine Kopfhörer, mit denen ich heute den ganzen Tag den Beat gehört habe. Stark. Den ganzen Tag mich selber Löwe pusht. Jonas, du bist ein Löwe, ich sehe das mal erst im Blick. Taschentücher von meiner kleinen Schwester. Warum? Stark. Glücksbringer, Jan. Sag einfach so sympathisch. Glücksbringer, ja. Da du eine Gero und Schlüssel. Okay, stark. Interessant. Stark. Er hat echt viele Sachen. Cool. Okay, Bruder, am Ende zählt die Performance. Gib ihm. Okay. Hört man das links? Ja, mach einfach ein bisschen lauter, genau. Mach laut, ganz laut. Warte. Das ist zu laut, Bruder. Mach nochmal von vorne. Mach nochmal von vorne. Das war zu laut. Warum? Man hört ihn dann nicht. Wenn der Beat einsteigt, wird noch lauter. Ja, deswegen. So? Guck, Rapper ein bisschen. Noch ein bisschen leiser? Ja, so ist gut. Komm nicht her, wir sind Jungs aus dem Block. Komm nicht her, wir sind Jungs aus dem Block. Oh, oh ja, oh, oh ja. Komm nicht her, wir sind Jungs aus dem Block. Komm nicht her, wir sind Jungs aus dem Block. Oh, oh ja. Oh, 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 ja, meine Welt ist so abgeriegelt von dem Scheiß. Ach, weißt du, was ich mein? Ach, kein Narbi, kein Scheiß, kein Puder, kein Scheiß. Ach, Wallah, kein Scheiß. Ach, was hab ich für ne Scheiße gemacht? Mamas Tränen zu oft gesehen. Oh, ja, bin im Teufelskreis gefangen. Wallah, désolé. Ich hab so viel erlebt von der Scheiße. Wann hört ihr das auf? Ich glaube, wenn ich nicht mehr leb, wenn ich nicht mehr leb, komm, ich zeig dir meine Welt voller Kriminalität. Komm, ich zeig dir meine Welt voller Kriminalität.
Ja, von Kopf bis Fuß, ja, von Kopf bis Schuh. Ja, von Kopf bis Fuß, ja, von Kopf bis Schuh. Ach, kennst du das, Bruder? Wenn die Brüder dich mal verraten. Nächster Stopp, Wuppertal. Zwei Brüder wurden angestochen. Egal was wir gemacht haben, egal was wir gemacht haben, es kam nur Scheiße raus. Mamas Tränen so oft gesehen, meine Hände voller Blut und den Feind, den ich sehe. Wallah, Bruder, es tut mir auch so leid wegen Fehler am Block, Bruder. Komm, ich zeig dir meine Welt. Komm, ich zeig dir meine Welt. Komm, ich zeig dir meine Welt. Ach komm, ich zeig dir meine Welt. Wir sind in fünffach doch gefangen, ja mein Bruder. Na 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 Bruder. Ich muss direkt einmal was sagen. Was? Ich muss direkt einmal was sagen. Was? Einmal kurz auch an den Chat. Ihr dürft, guck mal, der Mann ist 17 Jahre alt, stellt sich hier hin. Ja, wallah. Guck mal, selbst wenn er kacke wäre, dann wäre das Grund genug, ein W einmal an den Chat zu spammen. Nee, Paul, aber Bruder, er war nicht mal kacke, Digga. Das Ding hat sich getraut, deswegen. Nicht viele trauen ohne Spaß. Sich, deswegen. Aber Bruder, du hast gesagt, wird ein kurzes Lied, ne? Ja. Das ist eigentlich schon gut, gute Länge, war gut. Ja. Beat war auch top. Ohne ja. Den, also das Problem 17. ist, es war ein bisschen, Beat war ein bisschen laut, das heißt, wir haben vielleicht nicht so gut, so viel verstanden wie der Text. Ich hab Lyrics aufgeschrieben. Aber, wir sind Jungs aus dem Blog, das habe ich drauf. Jungs aus dem Blog? Das war Lyrics. So diese Deepe Schiene. Achso, du meinst, worüber sein Thema? Genau. Ich habe auch was aufgeschrieben, aber das war auf jeden Fall, ich sag ehrlich... Digga, nein. Ey, stopp, wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Ey, lass, ey! Nein. Bewertung. Das war's. Das darf man noch nicht zeigen. Das war's. Ich zeig das, Digga. Das war's. Ist das die Kamera? Digga, er schreibt auf... Er schreibt nur auf... Das war's. O-A-O-A. Ja, damit ich mich dran erinnere. Weil ja, das Bruder, war das, wie? Ja, Bruder, damit du ich... Du hast deinen Namen falsch geschrieben. Achso. Jonas, du bist ein Adam, Bruder, wirklich ein Löwe. Guck mal, das Ding ist, weil ich mir am Ende merken kann, das ist das, was mir am meisten so im Kopf geblieben ist, dass ich das am Ende so weiß, okay, ah, wie bewerte ich den, weißt du? Guck mal, ich hatte eine Frage zu deinem Text, und zwar, du meintest, zwei von deinen Jungs wurden, ne, diese, und dann nächster Halt ist Wuppertal, meinst du damit JVA? Nein, ich meinte damit, wir sind in Wuppertal gewesen, Achso. Wir gehen Berge hoch. Zwei Autos bleiben stehen und stechen auf meine Kollegen ein. Achso, ich dachte, ist das wirklich passiert? Das ist wirklich passiert. Boah, das ist hart, wirklich, das ist sehr hart. Aber ich schwöre, ich finde, man hat gemerkt, dass das echt ist, was er sagt. Das also ich habe es falsch verstanden. Ich dachte, er meint, deswegen hat sich am Ende auch gesagt, an meinen Händen klebt das Blut. Hart. Ja. Okay. Ja, und wir haben nichts damit zu tun. Und noch zu seinem Gesang. Ich fand seine Stimmfarbe echt sehr, sehr schön, ohne Spaß. Das Problem ist, leider hat man nicht so viel gehört. Ich hätte das gern noch ein bisschen lauter gehört, Beat war ein bisschen leise. Aber ich glaube, mit 17, da ist ehrlich Potenzial. Wirklich, ja, also das war wirklich sehr, sehr stark. Bleib dran, Bruder. Okay, wir schreiben uns deine Bewertung, wir schreiben uns das auf und am Ende sagen wir dir, ob du der Gewinner warst oder nicht. Ja. Okay, war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Nochmal einen Applaus. Ey. Ja. Soll er nicht noch mal kurz, wenn er will, jetzt einmal kurz sein Insta-Minster sagen? Ja, und dann Bruder, mach mal Welle, komm, sag mal. Mein Insta y.58er. Stark, okay. Bro. Stark. Nochmal W's in den Chat, Jungs. Für Jonas. Stark, wirklich. Sehr gut. Bravo. Danke. Okay. Bravo, okay, Jungs. Direkt das, war das war stark, ja? Das war wirklich gut. Ey, ohne, ich will noch einmal kurz an den Chat, Jungs. Vergesst nicht, dass die hier alle aufgeregt sind. Das war der Erste, der heute was gemacht hat. Direkt als Erster. Er ist 17 Jahre alt, Digga. Hätte ich mich mit 17 dahingestellt, angefangen zu rappen, Digga, ihr hättet mich beleidigt. Hast du doch damals auf Instagram mit diesem Video. Ja, und jetzt im Nachhinein werde ich beleidigt dafür. Aber ohne Spaß, live hätte ich das nicht hinbekommen, was du gesehen hast als Video. Ja, okay, verstehst du? Und er hat live das gemacht. Ja, das ist hart, wirklich. Respekt. Okay, Sally, mach weiter. Der nächste Kandidat, komm mal bitte rein. Komm mal bitte rein. Das ist hoch. Ey, den kenn ich. Den kenn ich. Ich kenn den auch, sein Gesicht. Ja. TikTok, Bro. TikTok? Ja, Bro. Er kann so Stimmen nachmachen. Ja, ja. Er hat, glaube ich, Stimmen. Ja, okay, warte, lass ihn mal. Warte. Los. Was geht denn? Stell dich einfach mal vor. Komplett. Ja, Bro. Sally. Ich bin David, Bro. Ich bin 18 Jahre alt. Du kannst ein bisschen lauter reden. Das Mikrofon macht ja dich nicht lauter. Ich bin's David. Okay. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Solingen. Aus Solingen? Wo ist das? Das ist Ecke Wuppertal, Düsseldorf, nicht weit von hier. Ah, okay, okay. Um Eck. Okay. Check ich. Okay,
Ja, was kannst du? Was stellst du uns heute vor? Ich mache auf Lachkick Stimmimitationen. Okay, ja, hab ich gedacht. Ich hab's nicht im Kopf, was er kann. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, was er genau macht. Aber warte mal, sagen wir dir eine Stimme? Oder du machst selber von dir aus dein Inventar? Also, ich mach selber. Er soll erstmal selber machen und dann versuchen wir, ob er irgendwas auf Freestyle machen kann. Wir müssen auch gucken, ob er es auch gut macht, wer erraten, welche zack, Stimme halt. Zack, ja, okay. So, genau so. Ich würde sagen, wir schieben so ein bisschen Lachkick. Ich interagiere mit euch, rede mit euch. Ja. Dann. Okay, ja, mach einfach. Mach einfach Freestyle. Oder beleidigen wir uns, mach was du willst. Ja. So. Ja, ja, genau. Mach Remix, mach Salat. Ja, ja. Ja, stark, okay. Wir fangen einfach an, wie du willst, entspannt. Ja, ja, man hört mich gut? Ja. Muss halt ein bisschen laut reden, ne? Okay. Also, Bruder, guten Morgen Österreich, Bruder, Shalom. Willkommen bei einer weiteren Folge, Bruder, von Rohats Livestream, Bruder. Nebenbei, Bruder. Bruder, checkt alle den neuen Job von meinem Bruder Rohat ab. Surya, Bruder. Bruder, auf ganz süß, Allah. Bruder, ich sag euch ehrlich, Bruder, auf ganz süß. Rohats Job, Bruder, wird zu wild. Oder? Ey, Mois, kommen irgendwann mal noch normale YouTube-Videos wieder? Bruder. Wir spielen kein Casino, kein Plan, Bruder. Bruder, vielleicht können wir richtig oder Faust gleich machen mit Halle. Richtig oder Faust? Bruder. Aber ich will dir nichts brechen, Bruder. Ja. Ey, Digga, unnormal gut. Hart, wirklich. Unnormal gut. Kannst du switchen? Ja, Bruder, soll ich jemand anderen holen? Ja. Okay, Bruder. Montabe. Montabe, wo bist du, Bruder? Nein. Nein. Oh nee, piss dich, Digga. Oh, piss dich, Hurensohn. Ey, null Bock mehr, Digga, null Bock mehr. Piss dich einfach, Digga. Oh, Rohat, Digga, du Hurensohn. Schmutz, Digga. Piss dich. Was hat er gesagt? Nur am Verrecken, Digga. Sag ich dir ehrlich, Digga. Hast du noch irgendwas drauf? Stark, wirklich. Schau mal, Leute, Apu. So, komm, schau mal. Das ist crazy. Aus der Hölle, wirklich. Der absolute Insi-Modus, Digga. Du willst mich finden, kleiner Go. Ey, das ist richtig gut. Das kann diese andere Außenpolitik aber was sagen. Was, Red, Monte? Nein, Bruder, das Red, das war schon genug. War schon ernst? Ja. Digga, was, das ist hart. Hart. Digga, das wird mich überraschen, wenn er noch was kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Bro, ich sag ehrlich, schwierig so. Ja? Das Ding ist, viele sagen auch immer so, wie trainiere ich das, wie übe ich das? Ja. Ich mach das gar nicht, Bruder. Zum Beispiel, ich überlege mir was heute. Zum Beispiel, ich sag heute, Bruder, ich will Hamid machen. Ja. Ich mach einfach so. Und so, wenn das Beste dabei rumkommt, fertig. Hamid ist sogar easy, Bruder. Ich sag, ey, Bruder, was laberst du, Bruder? Ich nicht. Schimmisch. Die ganze Zeit. Mach mal. Was denn? Mach mal mich nach. Dich? Ja. Ja, so, Bruder, so was soll ich sagen, Bruder? Genau, so weißt du, wie ich meine, Bruder. Immer genau so. 1:1. 1:1. So, aber Bruder, wer hat jetzt, Bruder, eine wichtige Frage. Wer hat jetzt Bock, Bruder? Mit mir auf richtig oder Faust, Alter? Bruder. Ich mach ernst? Direkt. Ja? Komm, so, willst du oder soll ich? Mach du. Aber mit richtig durchziehen, ne? Ja. Mach doch. Mach so, Bruder. Er sagt mit richtig oder Faust, durchziehen. Okay, ja, mach. Ja, okay. Komm. Gebt euch Fäuste. Also, es gibt richtig oder Faust. Warte, was war? Also mit Ding, mit die müssen eine Frage stellen und wer die richtig beantwortet, ne? Ja, oder? Ja, tamam, aber mit so... Ja. Wie du willst, Bruder. Tamam. Okay, warte, wer als erstes richtig beantwortet? Okay. Wollt ihr euch jetzt Fäuste geben? Haben wir Handschuhe, oder? Nein, wir machen stellen wir die Fragen jetzt. Ja, wie Männer, wie Männer. Danach wissen wir aber doppelt, Bruder. Ja. Eine Mann regelt jetzt. Du lügst. Aber ach so. Nein. Gib mir eine gute Frage. Nee. Verrückt. Wie viel kostet ein T-Shirt? Ja, ich glaube, die haben tote Fragen. Nein, ja, mach das als zweite Frage. Alla, woher haben wir die Richard Millie? Machen wir. Okay, wir machen. Verrückt. Sieht verrückt aus. Ich weiß. Okay. Erste Frage an euch beide ist eine Schätzfrage, okay? Nee, es gibt nur eine Frage. Es gibt nur eine Frage? Ja, nur eine, Bruder, direkt. Sonst, Bruder, ich liege hier Knockout. Ja, okay. Ich glaube auch. Wie alt ist Sully, der Mitgründer von Zurier? Kennst du Lügengeschichten ausdenken? Soll ich sagen? Wer jetzt, Bruder? Wie alt ist der? Der kleine Junge. Er ist 12, Bruder. Er ist 12. Ich sag erst 12. Was ist das? Ich sag erst 12. Sag du jetzt. Weißt du das? Nein, ich weiß nicht. For real? Nein. Boah, ich weiß gerade selber nicht. Das heißt jetzt entweder ich gehöre oder... Wie du willst, Bruder. Ey, Sully muss mal kurz in die Kamera kommen, damit die Leute sehen, über wen wir reden. Boah, ich sag dir ehrlich, ein sehr süßer Bré. Mhm. Boah, schwer. Nee, ich geh runter. Ich geh runter, Bro. Sehr süßer Bré ist crazy. Ich geh runter, also ich sag 11, er sagt 12, okay. Ja. Okay. Ich weiß die Antwort selber nicht. Wie alt ist er? Ich? Wie alt ist er? 12, ich bin 12. Er ist 12? Ja. Ey. Ja, okay. Ich wusste wirklich nicht. Ja, okay. Aber ich schwöre dir. Warte, jetzt gibt's den Faust?
Ja, eigentlich muss ich ja jetzt Ding geben, oder? Also wir hauen uns jetzt einfach noch. Also aber so im Bauch halt, ne? Ja, so. Ja, aber okay, sieht man den Cam, man sieht den Cam, ne? Ey, aber wenn du dir weh tust, dann musst du dir als Mäus weh tun. Oder er hat Einverständniserklärung gegeben, passt. Bro, ich hab eine Pizza gegessen von Hamel. Die schlechten Wärzte, Bruder. Du kriegst. Weißt du, was das für eine Pizza war? Heute dreimal durch, mein Bruder. Nein, Spaß, danke, danke, Bro. Geil. Hat er so geredet wie ich gerade? Ja, oder war Bro, der? Extra. Okay. Okay, komm. Hast du, ich mach hier so. Ja, so, so. Okay. So hier. Weil Bruder, so lapp weg. Ja, ich mach nicht schlimm, Hier so. War gut? Bruder. Hä? Hey, das war gar nichts, Digga. Okay, Bruder, komm. Bruder. Lass mich bei dir machen. Lass mich bei... Jeder macht einmal beim anderen. Jeder macht einmal beim anderen. Rod, lass. Nein, Mann, Digga, das ist eine Talentshow, keine Boxshow. Warte, mach schnell. Nein, mach du. Okay. Okay. Jetzt du. Oh, der Bruder, der mich gezogen. Boah, der hat mir fast in die Eier geboxt. Du Geistkranker. Ja, okay, wir merken uns deine Dings, wir merken uns deine, dein Talent. Wie war nochmal dein Name? David. Boah, du hast mir wirklich so gerade die Jungs, nur eine Frage. Hau raus. Bruder, wie hoch war das Preisgeld? 500 Euro. Bruder, gib jemand anderen doppelt an. Bruder, Walla, ich küsse dein Herz, Alter. Bruder. Stark. Okay, stark. Sehr gut. Okay, ich danke dir, dass du da warst. Hallo, Bro. Applaus! Das Ding ist, ey, es kommt ernst Dings rein, ne? Also die Leute, die Code haben, können schon bestellen. Und es kommt die ganze Zeit dieser Sound. Das Ding ist, ich wusste, wie alt Sali ist, so aktiv. Also ich wusste es. Ja, ich hab's dir gerade eben gesagt. Ich weiß, deswegen, ich wusste es aktiv. Einfach. Das ist hart, das ist dreckig hart. Spielen so. Aber ich wusste nicht, dass du es wusstest, deswegen ist die Frage berechtigt gewesen. Aktiv, wirklich. Okay, komm. Nächster Kandidat, komm mal bitte rein. Oha, aber seriös. Wie heißt du? Mein Name ist Nico. Und was machst du heute? Ich bin Beatboxer. Oh, Beatboxer? Ey, die haben richtig viel Verschiedenes. Beatboxer ist krass. Hast du das Sub-Only drin? Ja. Mach mal aus. Ja, ich will's rausmachen. Gefährlich, mach. Aber ich muss noch eine Sache. Okay. Mods, mach mal Sub-Only raus und Tatsu, ich schreib dir was. Genau. Aber wie hieß du nochmal? Ich hab vergessen. Nico? Wie nervös bist du von 1 bis 10? So eine 6 aktuell. Okay, das ist solid, Bruder, das ist okay. Siehst gut aus, Bruder. Danke. Pause. Geht. Nico mit C oder mit K? Mit K? Ja. Okay, mit K, sorry, Bro. Aber bis jetzt gute Leute, Bruder. Da warten noch voll viel. Richtig Bock. Okay. Sorry, ich musste kurz was einstellen. Sein Name? Nico. Name? Nico. Mit K. Okay, Nico, du kannst Beatboxen, ne? Ja. Ich bin gespannt. Okay. Warte, willst du eine Vorgabe oder möchtest du das Beatboxen, was du geplant hast? Ich würde einfach einen Track von mir machen. Okay, einen eigenen Track von dir? Ja. Achso, du kannst selber so Tracks machen? Ja, ich habe Beatbox-Track halt. Weißt du was? Ich weiß selber, ja, oder lass ihn einfach loslegen, oder? Ja. Lass ihn loslegen. Aber warte, bevor wir ihn loslegen lassen, gib jetzt einen Code an irgendwen. Ja, stimmt, auch okay. Gut. Hast du ihm gar keinen Code gegeben? Wenn ich einen Mod, das Ding ist, Ranger ist irgendwo in einem Stadion, deswegen weiß ich nicht, wie ich das auslosen Ranger. Soll. Schreibt mal in den Chat einfach eure Insta-Namen. Ich suche mir einen raus und Patrick ich scroll so durch. Hä? Patrick gibt dann. Und Pat gibt ihnen dann den Code. Pat sucht einen aus, Freunde, und schreibt euch dann auf Instagram. Nein, wir suchen einen aus und oder Pat so. Gibt dann. Du sagst das so. Dann. Schreibt einfach euren Instagram-Namen einmal rein. Oh, da kann man sein Instagram, Digga. Sie, merkst du, dieses Katsching macht sauer, das macht dich so süchtig. Einfach Casino. Ey, zurück zu Nico. Du kannst, warte mal, es gibt bei Beatbox eigene Tracks? Ja, er hat einen eigenen Beatbox-Track erfunden. Ja. Ich habe schon mehrere auf YouTube hochgeladen. Also, und, wie heißt du da? Nairo. N-R-O. Hast du da auch einen Track mit gut Aufrufe? Also was ist so dein bester Track von Aufrufen her? Mein bester Track ist bestimmt so 200-300 aktuell. Aber Bruder, jeder hat so angefangen. Jeder hat so angefangen. Bruder, du musst dir 300 Leute vorstellen. Aber ich bin auch nebenbei CEO von Beatbox in NRW. Tschüss. Und da laden wir immer so Shoutouts hoch und machen Vlogs und veranstalten auch bald eine eigene Meisterschaft. Und ja, ich muss dich siezen. CEO ist krass, Respekt. Aber ohne Spaß, 200, 300 Aufrufe ist stark. Von wirklich, Anfang. Bruder, ey. Mein Bruder, manche haben das jetzt noch. Weißt du? Was meint er mich? Das ist krank. Er meint einfach mich. Aber so unlogisch. Das ist krank. Okay. Hast du einen rausgesucht, einen Gewinner? Du musst einen rausgesucht. Okay, such einfach einen raus, dann kann er loslegen. Guck, aber jeder darf einen raussuchen, okay? Okay, ich hab. Nee, ich mach einen. Warum nur einen? Gönn mir auch einen. Ich will auch einen raussuchen. Ich gehe an den Chat dran. Ich will mies keinen raussuchen.
Oder da werden die ganze Zeit Leute getimed, weil die Punkte im Namen haben. Ich verrecke. Das ist im Gange hier alles. Ich nehme... Pat. Ich nehme Martin mit 2 T. Martin KK. So heißt es auf Insta auf jeden Martin Fall. Ich schicke dir den Namen. Ja, genau. Aktiv hier. Ich schicke den Pat. Aber ja. Ich muss sagen, es macht richtig Spaß gerade. So aktiv, ja. Wirklich. Also ist schon... Digga, die schreiben zu schnell. Ich kann ja, nimm einfach einen. Du musst auch auf dem Handy, du musst hochscrollen. Bruder, nimm doch einfach einen, Junge. Er macht da so ein Rätsel draus, du Dummkopf. Paul-FLRS. Schon dreimal vergessen den Namen. Paul-FLRS. Paul-FLRS. Okay, nimm du auch einen, Dani. Okay. Ich hab einfach hier. Ja. Ich nehme einfach hier. Boah, tote Name. Sorry, Bruder, ich sag ehrlich. Okay, hier. Mr. Wasser, Mr. Wassermelone, aber statt O eine Null, Bruder. Mr. Wassermelone? Ja, Bruder. Starker Name, Bruder. Toter Name, Bruder. Ich der weiß heißt nicht einfach so. Eishow-Glied, Digga. Auf seinen Twitch-Name. Stell dir vor. Okay, das war's. GG ist in den Chat. Okay, es geht weiter. Du kannst Beatboxen, Bruder, wir haben ihn gefickt, Digga. Ja. Nein, Bro, ist doch fit. Du, alles, Zeit, du bist, Bruder, du bist da. Du bist okay. CEO. Ist doch alles boah, super. Bestellung kommt rein. Wir haben ihn gefickt. Bestellung, Bruder! Okay, let's go. Okay. No, no, I don't wanna leave you, my friend. No, 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 no. Ow. I'm staying by your side till the end. Ow, 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 ow. I don't wanna leave you, my friend. I'm staying by your bright till the end. Until the end, yeah. Until we die, yep. Fallen gerade, du Depp. Ey, Bruder, weißt du, was ich richtig krass fand? Dieses Dein. Du klangst wie dieser eine Typ, dieser Wir sind in Liebe, Bruder. Genau, ey. Wirklich hart, es war wirklich tough. Das war ernst. Er hat sogar nochmal nachgemacht. Oder ja, die aber ich frage mich, wie kriegst du Luft? Es gibt Sounds, bei denen atmest du ein und es gibt Sounds, bei denen atmest du aus. Zum Beispiel ein Sound, zeig mal, wo du einatmest. Zum Beispiel, wenn ich jetzt. Das ist eine Snare, bei der atme ich ein. Und dann kann ich zum Beispiel. Digga, wie machen wir mal. Und das könnte ich jetzt stundenlang so machen, weil ich die ganze Zeit auch in allen habe. Dabei auch noch ein. Crazy, ne? Ja. Also, ich find's sehr, sehr erstaunlich, dass er so lange. Aber für so. Auch noch diese Gesang dazwischen und so. Es war so Dubstep, das ist voll cool. Guck mal, Digga, wir sind dazu ein bisschen abgegangen. Ich hatte schon keine Luft mehr nach diesem Abgehen. Und er hat die ganze Zeit den Sound gemacht und konnte durchperformen. Das war anstrengend. Sehr, sehr stark. Ohne Spaß. Ich glaube, wird unterschätzt von den Leuten, die das hören. 100% auf jeden Fall. Also, viele Leute, die meisten Leute, wenn die Beatboxen hören, denken die halt an diese typische. Ja. Und die wissen gar nicht, wie viel da wirklich dahinter steckt. Es gibt so viele super gute Leute auf dieser Welt, bei denen hört sich das schon an wie vom Producer. Und krass, die bringen dann ihre Tracks auch schon raus und das ist krass.
Respekt, ehrlich. Oder wirklich stark, Nico. Also. Ich glaube, so für Beatbox, also Beatbox-mäßig, ist eher ernst, hey, glaube ich. So in der Szene, wenn so Leute jetzt so ernst Ahnung hätten, so, ja, die würden hier hängen und die würden ausrasten. So safe, wie wir. Safe, 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 wirklich krass. Nein, ich glaube ernst, also dafür, dass er sagt, seine Tracks haben 200, 300 Aufrufe, das war wirklich ein Talent. Weißt du, ja, was ich meine? Safe. Ja, ja, das ist so. Das schafft nicht jeder so. Nein, hattest du irgendwen in der Schule, der das so gut konnte? Ja, gut, ich konnte es auch, aber ich kann jetzt nicht sagen. Ah, Daniel, halt's Maul, Bruder. Ich sag sogar, das ist Ausnahmetalent. Also nicht im Sinne von, boah, er wird der nächste Drake, sondern im Sinne von, das Drake ist crazy. Drake ist das verrückt. Sieht man, ja, nicht Beatbox eigentlich. Ja, ja, ich weiß. Das wird man nicht so oft sehen, einfach, dass jemand so krass Beatboxen kann. Schau, deswegen W ist im Chat für ihn. Hey, real talk, real talk. Respekt, Nico. W, Nico. Ich kann mir die Bewertung aufschreiben. Ja, ja, stimmt. Bewertung aufschreiben. Crazy, 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 crazy. Danke, dass du da warst. Soll mal Chat anmachen? Achso, können wir Chat anmachen? Nico. Chat, könnt ihr das hier wieder anmachen? Das wäre Baba. Wollte ich rausgehen. Lack, diese Bestellungen werden noch öfter reinkommen. Wir sollen bei dir reingehen. Ja, aber habt ihr nicht, ihr habt doch auch alles schon mal probiert zu Beatboxen. Dieses, ja, ich kenn auch ein bisschen. Ich kenn auch ein bisschen. Was kennst du? Soll ich mal Beatboxen? Das war dieser Snare. Ja, echt cool. Okay, next up, oder? Okay, okay, nächste. Nächster Kandidat, komm mal bitte rein. Er sieht ein bisschen aus wie Musti. Er sieht aus wie Musti und Koray zusammen. Genau. Hallo? Was geht da? Was geht, wie heißt da? Du? Ey, ich will halt nicht gerissen mit seinem Bild. Was geht da? Oder ich heiße Hona, ich bin 16 Jahre alt. Ohan? Hona, Bruder. Hona? Hona, Hona. Okay. Hona, Bruder. Ich kann Hamid besser aussprechen, eigentlich heiße ich Hornet. Ah, Hornet? Ja, ja. Ich sag Hona einfach, passt. Ja, ja, einfach. Ja. Stell dich nicht direkt zur, ja, Seite. Stramm. Und ich rappe. Rappst du? Raps. Ja, wer hat's gedacht? So, wie alt war A Cappella? Hä? Bruder, mit Beat. Okay. Wie alt bist du? Ich bin 16. Boah. 16? Wir haben hier richtige Youngs, Alter, voll, krass. Also, er sieht nicht voll alt aus, aber er sieht älter aus als 16, 17, 18. Wir haben richtige Youngs, Bruder, krass. Bist Rapper? 16 Rapper auch, Digga, krass. Aber erwartet nicht so viel. Bruder, ich erwarte sehr viel hier, wirklich. Aber nee, das Ding ist okay, aber, okay, Bruder, ist für dich werde ich zu Playboy Cardi. Das ist der erste, wo wir einen Vergleichswert haben. Ja, weißt, aber wir hatten schon einen Rapper. Genau. Jetzt können wir ein bisschen was vergleichen, können, okay, so gucken. Das wird schon, Bruder, das wird schon. Ja. Ich bin ernst gespannt. Mach Beat bitte nicht zu laut, lieber zu leise als zu laut. Ja, ja, damit wir auch was hören sollen. Ja. Er soll sich einfach nur daran orientieren können. So. Das wird schon, Bruder, er sagt, es wird krass. Das Ding ist, jeder hat schon mal versucht zu rappen, Bruder. Du hast auch schon ein bisschen zu Hause vom Spiegel gerappt. Aber Bruder, dein Track ist immer noch der schlechteste. Der zweite, ja, Twitch Deutschland ist ein Hood Classic, Bruder. Ja, Michael Myers Freestyle war echt arsch. Das war wirklich, Bruder, das war im Stream gemacht, auf Lachkick. Aber ja, Twitch Deutschland war ein Hood Classic. Twitch Deutschland war gut, ja. Das war ein Classic. Ey, Omedi. Okay. Bruder, wir müssen kurz warten, wegen Box, weil die funktioniert gerade nicht. Da versucht man neu zu holen. Ach so, irgendein Dreh, der sich verbunden hat, ist kacken gegangen. Der ist immer noch verbunden. Echt? Stell dir vor, der guckt TikTok jetzt. Hart. Ja. Ey, sonst, Bruder, ich sag dir. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie bist du zum Rappen gekommen? Bruder, ich bin zum Rappen gekommen wegen meinem Onkel. Der ist Rabi. Jetzt? Ja, ja, der ist Rabi. Rabi, ist der Rapper? Bruder, der ist kein Rapper, Bruder. Das ist mein Onkel, aber der kann schon rappen. Und so, dann hatte ich noch einen Freund und wir haben immer in Gruppen gerappt, Bruder. Wir haben uns immer Diablo 281 genannt. Ey, das, so fangen aber viele an. Also zum Beispiel Nimo hat einfach angefangen, mit seinen Kollegen einfach im Block zu rappen. Ja. Ganz, also ich kenne noch, die kennt ihr nicht, aber ich kenne noch ganz viele Rapper, die haben so angefangen, einfach mit ihren Kollegen angefangen so zu rappen. So Spaß und dann haben, genau, die, ja, ja, lass mal, genau, Track machen. So. Genau. Ja. Okay, krass. Kann ich jetzt anfangen, Bruder? Mit Herz. Du kannst immer anfangen, wann du willst. Mit Herz. Du kannst auch noch uns was erzählen, wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt. Kato, mach mal Lärm für Kato-Chat. Lieber ein bisschen leiser als, das ist schon zu laut, sag ich. Ja. So, so ist okay. Ja, ja, so ist passt. Okay. Easy. Okay. Es gab eine Zeit in meinem Leben. Ich weiß nicht, wozu mich diese Stadt hier prägt. Scheiß auf die Bitch, ja, ich geh mal kurz, stopp, Weg. Einmal ganz kurz, stopp. Du musst direkt ein bisschen lauter. Das ist zu, ja, leise, okay, Bruder. Darfst nicht vergessen, dieses Mikrofon macht dich nicht lauter. Genau. Ja? Dieses Mikrofon ist nur für den Chat da. Wir hören dich so, wie du vorrappst. Checkst du? Ach so, ja, okay, Bruder. Das heißt, du musst ein bisschen lauter sein. Brust raus, Bruder, Herzen. Genau. So. Einen, Bruder, jetzt kommt. Ja, so. Du machst das. Ja, na, Bruder, ich küsse dein Herz. Ey, yo. 281. Ey. Es gab eine Zeit in meinem Leben,
Ich weiß nicht, wozu mich diese Stadt hier prägt. Scheiß auf die Bitch, ja, ich geh meinen Weg. Rapmusik, ja, auf Anthrazit. Young G's auf der Suche nach das bare Geld. Tickt mit Bags auf One ins Paradies. Fick dich, ich geh den rechten Weg, wie mein Bruder mir schon davon erzählt. Scheiß auf das Geld, geh den geraden Weg. Ich kann keinen ernst nehmen, der ne Waffe zählt. Ey, sie tun auf Gangster und vom Block Schaden. Sie erzählen, dass sie in ihre Ops fanden, aber haben keine Angst, dass sie irgendwann mal im Grab landen. Ich war ein kleiner Junge, bevor ich das gecheckt hab. Irgendwann musst du was dafür tun, dein kleiner Hohner, das Geld kommt nicht von selbst an. Hilf deiner Familie heraus und kauf dir selber ein Haus. Du hast es doch versprochen, du kommst hier bald aus dem Loch raus. Hör auf zu kiffen und komm aus dem Treppenhaus. Ey, aus dem Treppenhaus. Ey, okay. Aurora, nachts in mein Zimmer finde kein Seelenfrieden. Steig wieder ein. Warte. Ja, Bruder. Okay. Alles gut, Bro. Ah. Aurora, nachts in mein Zimmer finde kein Seelenfrieden. Scheiß auf die Biss, sie wird mich eh nicht lieben. Auf dem Tisch bleiben 100 Scherben liegen. Aurora, scheiß auf die Biss, sie wird mich eh nicht lieben. Auf dem Tisch bleiben 1000 Scherben am Liegen. Ey, Aurora. Scheiß auf die Bisse, wird mich eh nicht lieben. Ey, okay. Check. Mama hat mich immer vor das Radar gewarnt. Plötzlich stehe ich hier und schreibe Texte auf meinen eigenen Namen. Jede Nacht in mein Zimmer versuche ich nachzudenken, wo meine Schwächen waren, um die zu stärken zu machen. Ein Junge, der vom Block, der rappt über das Leben am Block und nicht irgendwelchen Waffen. Ey, yo. Höre nachts Schüsse von draußen. Währenddessen bin ich Ruhe am Schlafen. Es ist so sinnlos, dass man leichter an Drogen statt Liebe kommt. Ich war benebelt von ganzen Zeug. Yeah, von dem ganzen Zeug. Ey, Aurora. Check it out. Mach mal Stopp selber. Das ist das schon. Ja. Hart. Bruder, ich muss direkt sagen, Bruder, es war echt nicht gut, ja? Ja. Also, ist nicht böse gemeint, ja, oder Bruder, so, aber Problem, ja. Das Ding ist, man merkt, dass du noch am Anfang bist. Ja, ja, ich finde auch, man hört raus, dass du versuchst, irgendwas in deinen Text einzubauen. Ja, so, ja. Du schreibst von der Junge, der zu nachts in seinem Zimmer ist, der möchte seine Schwächen zu stärken machen und so. Die Sachen, die du reinschreiben willst, sind ehrlich sehr, sehr gut, ne? Ja, ja, Bruder. Aber zum Beispiel, es kann nicht sein, dass du hast den Beat rausgesucht und so und dann schaffst du es nicht, auf den Takt zu rappen. Ja, ich weiß, was du meinst, selber raus. Kann auch sein, dass das von Aufregung herkommt. Das ist gar kein Problem, ne? 100%. Ja, das ist gar nicht schlimm. Und ich sag auch nicht, dass du kacke bist oder nicht rappen kannst, sondern jetzt gerade einfach der Track, wie du ihn performt hast, war nicht gut. Weißt du? Bruder, ja, ich weiß, was du meinst, Bruder. Ist immer so. Manchmal gibt es Zeiten, wo man gut ist, manchmal nicht. Ja, nein, das Ding ist, du kannst dich ja auch noch verbessern. Auf jeden Fall. Aber das Ding ist, man hört raus, dass du am Anfang bist. Weißt du, woran man das erkennt? Dass du du triffst den Takt nicht. Du hast manchmal 1-1 mit dem Beat, Bruder, deswegen. Aber nicht so auf böse gemeint, sondern auf this track. Weißt du, was ich sage? Wir lassen einmal Boondog bewerten. Stimmt, Bruder. Hey, Boon, komm her. Du musst. Du musst, Bruder. Du bist Rapper hier, Bruder. Du bist etabliert. Du bist Rapper hier, du musst einmal bewerten. Ach so, bewerten? Ja, komm her, Bruder. Oder stell dich direkt vorne hin, dann hört man das auch im Mic. Nein, Bruder, der arme Bruder. Der arme Bruder ist straight in sein Gesicht. Okay. Ja, er hat hier kein Mic sonst. Ja, er soll hier bei mir reinreden einfach. Red einfach hier rein. Wie, Bruder? Was ist das? Ja, bewert mal so. Nein, so ein Performance. Du musst hinsetzen, man sieht dich sonst nicht. Du musst ihm das Mikrofon so auch geben, Bruder Hamed. Ja? Ja. Deswegen sage ich ja vorne. Hier, Bruder. Also, Bruder, ich würde auf jeden Fall sagen, Wahrheit, Bruder. Bruder, das war nichts, Bruder, ja. Bruder, aber ja, nicht mal auf böse gemeint, Bruder. Nee, kein Problem, Bruder, ich nehme es gar nicht böse. Bruder, manche Sachen kommen mit der Zeit, Bruder. Ja, ich will mich einfach ranhalten, wenn du das wirklich ernst meinst. Aber so, Bruder, die Performance war auf jeden Fall nichts. Bruder, ja. Was soll man tun, ne? Bruder, Wahrheit beste, Bruder, das ist wichtig. Ja, ja. Noch ein Bruder und ich zerfalle. Das wirklich. Ding ist, Bruder, die ganze Zeit Bruder. Ich werde Guck mal, man muss aber auch sagen, der hat sich hier hingestellt. Und ohne Spaß, ich stand in seinem Alter so... Bruder, er ist 16. Bruder, 16, ja. Man hat Eierflattern, wenn man vor Leuten... 16 habe ich meine ersten Schamhaare bekommen. Bruder, ich bin auf einer Berufsschule, ich hole meinen Realschulabschluss gerade nach. Macher. Guck mal, okay. Gut, bravo, Bruder, gut. Ich will gerade klatschen, aber ich kann gerade nicht. Stellung. Bravo, Bruder. War auf jeden Fall, Bro, wir sagen dir das ja nicht im Sinne von, wir wollen dich irgendwie zieh auf jeden Fall Schule durch, Bruder, das ist wichtig. Eher so Motivation, weil irgendwann musst du es schaffen, mein Bruder. Guck
Guck mal, Bruder, am Anfang die lachen, Bruder, so, keine Ahnung, Drake sein erster Hit war auch nicht krass. Nee, Bruder, war auch nicht der krasse. Deswegen, aber auf jeden Fall, Bruder, ganz wichtig, Zielschule durchnehmen. Ja, 100%. Sag dir ehrlich, ich habe gestern gesehen, ich habe mich beworben, ich dachte, ich komme eh nicht weiter. Auf einmal habe ich gesehen, dann habe ich irgendeinen Text genommen, den ich, keine Ahnung, vor ein paar Wochen geschrieben habe. Ja. Ja. Bruder, alles gut, alles gut. Zieh auf jeden Fall durch, auf jeden Fall Schule und so, wichtig. Auf jeden Fall, Bruder. Gib ihm. Safe, Bruder. Damit du safe was in der Hand hast. Okay, Bruder, das war's dann. Komm rein, Bruder! War sehr, sehr geil! Mach nochmal einen Applaus, Bruder! War geil! Bruder. Okay, Jungs! Ja, du dreckst! Der hat jetzt... Komm mal, Chat! Du hast dieses Bruder gerade Volley genommen. Lass mal wirklich jetzt versuchen, wenig Bruder zu sagen. Das wäre schon geil jetzt. Ja, okay, Bruder. Der Chat hat uns ist auf unseren Eiern. Okay. Okay, der nächste. Hab ich das auch zu oft gesagt gerade, oder? Ja, ja, aggressiv, also wirklich aktiv. Aktiv, aggressiv, alles. Achso, Sally, was wolltest du sagen? Na, ich wollte sagen, der nächste Kandidat will reinkommen, oder? Fandet ihr das echt sehr kacke? Es war schon echt nicht gut, ne? Man muss sagen, von der... Ja, egal. Achso, okay. Also, oder, ja, wir sagen, ja, von der Performance her, bisher das Schlechteste gewesen. Aber, Digga, es ist wichtig, dass hier keiner ausgelacht wird, weil der stellt sich ja immer noch hier hin, um was beizutragen. Hätte ich gesagt, wäre richtig geil gewesen, wäre auch kacke für ihn. Ja, aber er hätte ja auch nicht hingestellt und gesagt, ich bin der neue Nemo oder keine Ahnung was für ein Rapper. Endung, so. Hat er nicht gesagt. Deswegen. Aber man kann sich ja, es gibt ja immer Luft nach oben. Ja. Ja, bei ihm vor allem, sehr viel Luft. Ja, okay, Sully, let's go. Ja, okay, nächster Kandidat, einmal bitte reinkommen. Oh. Hey. Was geht ab? Einmal dir. Lässige Fit, ist ja gar nicht. Wie heißt du? Fassé. Was machst du? Mike reden. Achso, mein Name ist Fassé, ich singe heute, also Rapper singe. Digga, ich sag dir ehrlich, er hat einen Vorteil, ja. Warum? Nach der Performance ist es nicht schwer gut auszusehen. Das ist nur ernst, Bruder. Ayep, ja, du hast gerade was anderes gesagt. Nee, ich hab doch gesagt, dass das schlecht war, gerade eben. Verdammt. Bruder, ich bin nur ernst. Ja, okay, da fehlt Glück, ne? Wir sind aber bei Rappler, wie hier. Okay, nochmal dein Name, Bruder, Fassé? Fassé, okay. Genau. Siehst gut aus. Ich küsse dein Herz, danke schön. Fassé. Ist ja auch mit Accent aigu auf dem E? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. Fassé? So, ne? No. Hast du ihn gefickt? Nein. So. Ja. Wie alt war er? Hat er es gesagt? Ich bin 22. 22, okay. Eingestandener Mann. Warte, ich muss kurz. Ich spule gleich direkt zurück. Ich muss gucken, wie laut der Drop ist. Ja, ist schon zu laut, Bruder. Kann ich dir jetzt schon sagen. Guck einfach. Das ist Playback. Das war wieder. Bisschen. Okay, passt. Nee, ist zu laut. Ist zu laut? Ja, ist zu laut. Mach zwei Stufen runter. Er hat ausgemacht. Akku leer mit einem Rap. Okay, easy. Easy. Komm. Ich bin unterwegs seit Tagen, stelle mir so viele Fragen. Bin allein in meinem Wagen, frage mich, wie lange ich warte. Fick Liebe, sei einfach frei, nie mehr wir beide vereint. Du gehst deinen Weg, ich geh mein. Ja, du warst der Regenbogen in meiner tristgrauen Welt. Wollte nur dein Held sein, Baby, nein, mehr wollte ich nicht. Will vergessen, aber vis-à-vis muss weg, denn ich bin am Fliegen. Die Liebe, die du gabst, war nie real. Wir sind... Korrekt. Hey, warte, jetzt kommt Hook. Ja, ja, lass weiter laufen. Running back Turbo! Running back Turbo! Turbo, der macht einen Rekord aus 7. Jetzt kommt Hook. Wir sind drunk in love, Shawty ist wieder verliebt. Sie ist verliebt in die Melodien. Bin hier allein, weil du bist nicht bei meiner Seite. Nein, du gehst deinen Weg und ich geh mein. Wir sind drunk in love, Shawty ist wieder verliebt. Sie ist verliebt in die Melodien. Bin hier allein, weil du bist nicht bei meiner Seite. Nein, du gehst deinen Weg und ich geh mein. Der Teufel spielt mit meinem Herzen, weil ich mich in dich verliebt hab. Das nächste Wiedersehen findet an meinem Grabstein statt, mein Schatz. Du weißt, ich weiß, dass wir uns immer lieben werden. Es tut so weh, dich nicht zu sehen. Wir sind drunk in love, Shawty ist wieder verliebt. Sie ist verliebt in die Melodien. Bin
allein, weil du bist nicht bei meiner Seite. Nein, du gehst deinen Weg und ich geh mein. Wir sind drunk in love, Shawty ist wieder verliebt. Sie ist verliebt in die Melodien. Bin hier allein, weil du bist nicht bei meiner Seite. Nein, du gehst deinen Weg und ich geh mein. Stark! Stark! Wow, also Bruder, der hat diese, wenn er singt, trifft er diese Töne, weißt du? Ja. Also ich treffe die auch, aber ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Genau die, ja. Digga, mir gefällt auf jeden Fall, wie du mit deiner Stimme spielen kannst. Das ist echt, oder habe ich noch nie so live gehört, auf Ernst sogar. Am Anfang ein bisschen verkackt, sag ich ehrlich. Nein, aber ich check, doch, ich check, was du meinst, dieser erste Ton. Der erste Fünfer war Katastrophe. Aber egal. Nein, aber ich finde, man hat jetzt auf jeden Fall gemerkt, der Unterschied zwischen jemandem, der das professionell macht und jemandem, der das so die ersten Male macht, gerade am Anfang. Ich fand es wirklich sehr, sehr stark. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass auch also, beim Part und so ein bisschen weniger mit diesem Stimme spielen. Es war vielleicht so manchmal too much, dass du auch in dem Part dann am Ende die Stimme dann nochmal dieses Wackeln, weißt du, was du sehr gut kannst. Das war dann, nein, nicht weniger benutzen, das war schon gut gemacht, aber mehr Abwechslung rein, das mal nicht zu benutzen. Aber hast du mal so überlegt, so irgendwie bei so einem Rapplerie oder Icon mitzumachen? Was bei Icon? Bei Icon 5, ich hab's gerade im Chat gesehen. Ich darf nichts dazu sagen, es gab einen Skandal wegen mir und so weiter. Wie Skandal? Ich darf anwältlich. Achso, anwältlich? Echt? Ich hab Briefe bekommen und sowas. Aber was findest du besser, Rapplerie oder Icon? Mensch, war einfach ein bisschen. Ich sag dir so, wie es ist: Rapplerie. Ja. Von Sammy! Sammy, mein Bruder! Weil die Verträge alle gleich sind, das sage ich. Mehr sage ich nicht. Alles gut, easy. Okay, ich glaube, ich habe es teilweise auch mitbekommen. Ah, ja? Okay, weil so. Okay, also, du sagst bei Icon ist ein bisschen unfair. Das ist dein Ausdruck. Sag, lass es. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wir dürfen ihn nicht irgendwie schubsen oder so. Nein, aber es war wirklich sehr, sehr stark. Also, danke, dass du hier bist. Ich habe zu danken. Oh, ich würde sagen, Wie fandst du es? Ja. Also ernst, der Beste bis jetzt. Ja, also, meiner Meinung nach. Fand ich auch bis jetzt hart. Bis jetzt der Beste. Gute Messlatte gesetzt. Ja. 100%, so wie er mit seiner Stimme gearbeitet hat. Ja, aber ich fand auch, so wie Hamid gesagt hat, ein bisschen weniger so melodiemäßig, so mehr Bars halt. Aber ich fand es schon so gut. Hast du, bevor du zu Icon gegangen bist, beziehungsweise bevor du hier warst, auch schon so Sachen released und so? Oder noch gar nicht? Icon, sage ich mal, das erste Mal released. Ich plane jetzt gerade alles. Okay, ich ja, okay. Ja, bleib dran. Krass. Bro, wenn du ein Feature brauchst, sag mal Bescheid. Außer dieses Icon-Intro-Ding. Krass. Wenn du einen Rapper brauchst auf Drill und Jersey, ich bin da, Bro. Wie viele Prozent und wie viel ich? Prozente, Bruder. Ja. Bruder, das wird auf jeden Fall fair gemacht, nicht so wie bei anderen Shows. Weißt du, was ich meine, Bruder? Aber bei Daniel weiß man nicht. Ich 100, du 0, Bruder. Wirklich. Ja, okay, geil. Freut mich. Wir hören uns vielleicht gleich nochmal, oder? Lass mal eine Top 3 machen am Ende und wir sagen dann erst am Ende, wer 3 ist. Bis dein Herz bleibt gesund, pass auf. Sehr stark. Schreib mir gerne auf Insta. Ja, ich fand's auch wirklich stark. Sali, wie genau? Boah, der Geist, der war krass. Fandest du krass? Ja. Also ich glaube, das war der Beste bis jetzt. Ja, auf Ernst. Mich auch. Hast du das aufgeschrieben? 9. Ich habe auch 9. Also im Vergleich auch mit allen anderen, weißt du? Ich bin echt, dass du dem Rapper vorher diese 2 gegeben hast, schon. Ey, er schreibt einfach bei warum dem respektlos? Einen, er schreibt keine Zahl, er schreibt einfach Arsch. Einfach Katastrophe. Achso, ja, Bruder, allein, dass er sich hinsetzt, ist schon mal ein Punkt und dann ein Punkt dafür, für seine Performance. Deswegen 2 Punkte. Ich gebe keinen heute einen Punkt, sagt er, außer irgendwer schädigt mir in meinen Ohren oder so. Dann würde ich einen Punkt geben. Okay, ja. Sali, mach mal Freestyle irgendein anderes Intro statt. Ich bitte den nächsten rein. Sag irgendwas anderes. Ja, komm mal jetzt rein. Ja, kommt. Wie heißt du? Justin. Was machst du heute? Tanz heute, ja. Freestyle. Also Tanz! Ey, hey, cool! Geil! Das Ding ist, ich kann auch, aber ich will jetzt gar nicht. Ich will mal wieder mal gespannt, wie er macht. Er sagt bei jedem Scheißkandidaten und bei jedem Scheißtalent, ich kann auch, aber ich will. Aber ich kann nicht, Bro, weil ich hab grad ein bisschen im Kreuz. Also, aber egal, ich bin mal gespannt, wie er macht. Ich war doch Tanzschule, Bro. Erstmal, wie ist dein Name, wo kommst du her und so? Ne? Ich war schon 20 Jahre alt und aus Berlin. Aus Berlin? Aus Berlin. Justin, 20 Jahre aus Berlin und du tanzt seit wie vielen Jahren? Seitdem ich denke, krass. Alles noch selber beigebracht. Was tanzt du für, also welche Genre? So? Hip-Hop, Freestyle? Krass. Crazy. Justin war der Name, ne? Justin einfach. Justin, wie der von Peso. Justin.
Baba. Heftiger Typ, Digga, ja. Cool, wirklich. Er sieht auch schon so aus wie so ein Tänzer, so eine geschmeidige Hüfte. Dieses Outfit, wirklich. Man hört die Null, ja. Die müssen halt näher ans Mic reden. Die meisten Leute reden nicht ins Mic, ja, da können wir auch nichts machen. Guck mal, auch einmal an den Chat. Viele sagen, ja, Beat war doch okay und so, warum leiser machen? Ihr dürft nicht vergessen, wir hören das ganz anders als ihr. Wir hören das einfach nur im Raum. Ihr hört das durch den Mikrofon, wir hören das gar nicht. Für euch ist es viel lauter. Durch den Mikrofon. Soll das Mikrofon weggenommen werden? Ja, ich will. Okay, easy. Kato, kannst du mit wegnehmen? Bitte. Aber es gibt verschiedene Arten von Wellen. Ja, was gibt's da noch für eine Welle? Okay. Ey, das sieht so krass aus. Digga, was für eine Körperbeherrschung, Alter. Ich weiß noch damals. Wisst ihr, was meine Mutter gesagt hat? Bestimmt. Man sagt, wer gut tanzen kann, ist auch gut im Bett. Warum sagt dir deine Mutter das? Ja, dass man das sagt. Das ist verrückt. Digga, warum sagt deine Mutter das zu dir? Das ist verrückt. Ey, Rohan, chill. Dass man das sagt. Stimmt das? Das ist verrückt. Also man hat auf jeden Fall seine Techniken so. Aber jetzt mal ohne Spaß, stell dir vor, der ist im Bett, jetzt mal ohne, wo der knallt sich so mit einer Welle. Der macht diese Welle. Der knallt die mit so einer Welle, Bruder, so. Missionarstellung. Oh mein Gott, Digga. Also ich sag ehrlich, hart. Ja. Crazy. Ey, wirklich. Ey, ich muss auch sagen, voll cool, dass wir so viele verschiedene Talente haben. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass jemand kommt, der tanzt, der das so gut macht. Wir hatten einfach drei Rapper, einen Tänzer. Das ist Hammer. Also wirklich gerade Baba. Und auch der mit der Stimme. Bist du auch so auf Battles und sowas? Ja, ich war... Nee, ans Mike? Nachdem ich 14 war, habe ich Battles gemacht für 2 Jahre. Mhm. OnlyFans? Battles, 2 Jahre. Okay. Mit 14. Ich habe es 2 Jahre durchgezogen, habe 8 Titel gewonnen. 8 Titel? 8 Titel in 2 Jahren. Boah, Alter, heftig! Macher, wirklich! Titel, Alter. Was war dein bester Titel? Der beste Titel und erste Turnier war U14 Street Dance Meisterschaft. Meisterschaft? Die Meisterschaft gewonnen, deutsche Meisterschaft? Nein, ich muss dich siezen. Nur in Berlin.
Ah, okay. Aber in Berlin ist schon crazy. Das Berlin ist, glaube ich, riesig mit Tänzern und so, ne? Respekt, boah, wirklich, schafft nicht jeder sowas. Aber warum hast du dann aufgehört? Ich weiß nicht, meine Mutter hat auch gesagt, warum hast du aufgehört, du könntest eigentlich groß werden. Ich steig doch wieder ein. Steig, genau. Wie alt bist du? Ich bin 20. Ja, 20, so. Bruder. Stell dir vor, du bist irgendwann Background-Tänzer von Chris Brown. So geistig. Oder von Daniel Slumpgott. Wenn ich so auf Ding bin, auf Bühne. Ja, ich versuche auf jeden Fall auch bei TikTok ein bisschen aufmerksam. Ja, mach das. Ja. Wer ist auf TikTok? Wer ist auf TikTok? Ich heiße generell Social Media Jay Just Sayin. Jay Just Sayin? Genau, Jay Just und dann Sayin und dann in. Okay. Würde ich nicht finden. Aber ey, hoffentlich finden die anderen dich. Ihr habt's gehört, Jay Just Sayin. So. Krass. Jay Just Sayin. Hey Jay. Jay Just Sayin. Respekt. Danke nochmal. Chat für Jay. Der Chat war auch dicker, harte Rücken, Bruder. Die waren auf jeden Fall sehr gut. Die haben sich alle gefeiert. Ich glaube vom Chat her, der am meisten, mit am meisten Zuspruch und bisher. Der davor auch so, mit W's. Yes. Von, mit, man sieht das direkt. Ja. Also danke dir. Danke, Justin. Danke, Justin. Bruder, in 8 Minuten geht's los, ne? In 8 Minuten schreit er hier, Bestellung, Bestellung, Bestellung. In 8 Minuten geht's los. Sehr Chat, ich bin, also Real Talk, ich bin den ganzen Tag schon aufgeregt. Ja, Bruder, geh mal raus aus dem Mensch. Jetzt einmal, ja. Wir sollen dann einfach hier rein. Ja. Wie grausam. Hey Chat, kann einer von euch auch so tanzen? Eins, zwei, wenn nicht. Ich kann auch so tanzen, aber egal. Dennis sagt ja. Daniel, kannst du so tanzen? Ich kann so tanzen, Bro. Komm, mach. Bruder, ich hab wirklich ernsthafte Probleme, ernst. Nein, guck mal, nein, er redet so viel, mach einmal. Komm geh einmal nach vorne und zeig die Wände. Bruder, ich hab wirklich Rückenprobleme. Geh einmal nach vorne und zeig diese scheiß Welle jetzt. Für die Welle brauchst du keinen Rücken. Du musst aber okay, wirfst du mit dem Ball zu, aber? Ball? Du musst so werfen ja, okay. Für den Ding. Für den Moment. Okay. Guck mal, er geht sogar mit einem KitKat im Mund nach vorne, ja? Daran merkst du doch, das ist kein Tänzer. Ja. Hier. Ich schwöre, der hat gestunken bis hierhin. Der hat gestunken. Bruder. Okay. Der nächste. Okay, der klopft jetzt. Ja, Bruder. Was geht ab? Was ist mit Anschluss, Bruder? Der wird gleich gedraftet, Bruder. Ich bin Jay. Jay Martell. Was machst du heute? Ich rap für euch und ich bin 24 Jahre alt. Ey, Bruder. Hammer. Der Erste, der gecheckt hat, dass man ins Mic reden soll, dafür erstmal auf dem W. Bruder, warte mal ganz kurz. Was? Ist das eine Träne oder ist das ein Schwanz an einem Ding? Nee, Bruder. Schwanz? Also das, meinst du? Ist ja. Eine Flamme, eine abstrakte. Mhm. Und das hier ist eine Musiknote. Ach so, ich schwöre, das ist ein cooler Style, Bro. Wirklich, wie so NBA-Draft, so auf den, so, ne? Ja, so auch mit Sack doch. Ja, ja. First Pick. Sehr cool. Für die Bugs, Bruder, krass. Ich verbinde direkt mit der Box. Ja, was machst du denn? Was machst du? Rappen. Geil, Digga. Er sieht auch aus wie ein Rapper, geil. Der erste Rapper in Anzug. Boah, ich muss sagen, wegen dir habe ich aufgehört zu kiffen. Wir haben in UFO Backstage geredet und ich habe jetzt seit 12 Tagen nicht gekifft deswegen. Weil du meinst, das hat dein Leben verändert so. Oh. Der kifft doch immer noch. Achso. So, echt? Stark, Bro. Also ich habe noch nie gekifft, damit ihr das wisst da draußen. Aber so, ich habe ihm den Tipp gegeben, deswegen. Stark, Bro, jetzt bin ich stolz. Aber mach aus 12 Tagen mal 120 gekippt, Bruder. Tage, Bruder, glaub mir. Ich mach erstmal ganz November und dann schaue ich weiter. Der denkt so Probe-Abo, Bruder, hast du's. Man denkt, er hat Netflix-Abo und gar nicht mehr. Probe-Monat, Bruder, hast du's. Ja. Zieh durch, du schaffst das. Flip heißt die, ne? Ach, du warst der draußen saß. Ja, Mann. Genau, Digga. Er hat Kato abgenommen. Ja, genau, check das für die Mods. Kato abgenommen? Ja, Kato hat abgenommen, ne? Man merkt das. Man merkt ehrlich. Wie lässig der das Kompliment nimmt. Cool. Kompliment kam von mir, er gibt Daniel Kuss. Ist hässlich. Ist laut genug? Ja, ein bisschen lauter. Ich hab zu viel schon gesagt. Zu laut. Bisschen schon leiser. Was ich, mach. Ich hab zu vielen schon gesagt, ey, dass ich es eines Tages schaff. Und sie warten auf den Tag, ja, sie schauen auf, was ich mach. Ja, sie schauen auf, was ich hab, ja, ja. Ich hab zu vielen schon gesagt, ey, dass ich es eines Tages schaff. Ja, ich bin eines Tages da, ja, sie wissen, dass es klappt. Ja, sie wissen, dass ich schaff, ja, ja. So viel schon gesagt, ey, ja, ich hab es ihnen erzählt, ey. In meiner Tasche ist viel Geld, ja, sie wissen, dass es klappt. Ja, sie wissen, dass es klappt, ja, ja. Ich brauch jeden Tag, um es zu schaffen, was ich plan. Ich will nicht mehr reden, nur noch machen, das ist mein Drang. Ja, Mann, ich bin bald berühmt und dann singen alle meinen Namen. Ich bin bald bekannt und das im ganzen fucking Land. Ich hab zu vielen schon gesagt, ey, dass ich es eines Tages schaff. Und sie warten auf den Tag, ja, sie schauen auf, was ich mach. Ja, sie schauen auf, was ich hab, ja, ja. Ich hab zu vielen schon gesagt, ey, dass ich es eines Tages schaff. Und sie warten auf den Tag, ja, sie schauen auf, was ich mach.
Ja, sie schauen auf, was ich hab, ja, ja. Er ist noch nicht fertig, der Track, aber ich dachte, ich zeig euch den. Nein, nein, crazy. Dankeschön. Crazy, war gut. Muss kurz Stopp machen. Also, muss links. Alter. Okay, 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 okay. Wie war nochmal der Name? Jay Mappell. Jay Mappell? Geil, ja, Jay Mappell, aber Jay Mappell, krass. Ja, mit einem P aber nur. Aber dieser Wortwitz ist check, cool. Genau. Ich muss sagen, Digga, einmal kurz, auch so für alle, die jetzt gerade im Chat, keine Ahnung, was ich für Meinung gehabt habe. Man kann sagen, was man will, ob das dein Geschmack trifft oder nicht, aber ja, es war auf jeden Fall gut. Ja. Du kannst nicht sagen, es ist schlecht, weil es kann deinen Geschmack treffen oder nicht, aber wenn du so ein bisschen so Ohr für Musik hast, dann musst du wenigstens sagen, er hat das gut gemacht. So, das, was er gemacht hat, hat er sehr gut gemacht. Und mir persönlich taugt das auch. Also ich könnte mir sowas auch persönlich anhören. Deswegen kann ich nur sagen, sehr, sehr stark gemacht. Ich bin stolz auf dich. Gut. Deswegen zum Beispiel für meinen Geschmack, so, also diese, ich fand, du hättest so ein bisschen mehr so Brust raus. Weißt du, was ich meine? So, das vielleicht, so ein bisschen diese Präsenz. Ja. Und vielleicht in Zukunft so vielleicht mit den Beats noch mal ein bisschen interessanter gehen, weißt du? Sehr, weil ich glaube, du kannst auf jeden Fall so... 800 Tracks, so ja, Baba. Ich wusste jetzt auch nicht, was ich euch zeigen soll. Easy, ich, easy. Mir easy. Gefällt 100%. Einfach flexibel, ist Baba. Es ist auch nicht so, ich muss sagen, Hamid hat gesagt, es ist sein Geschmack. Mein Geschmack ist es nicht so krass, ich höre sowas nicht so heftig. Aber es ist so ein bisschen auch französisch orientiert, oder? Safe. Ich habe viel französischen Rap früher gehört. Meine zweite Muttersprache ist französisch. Ja. Lacrime und so? Tu peux parler français? Mais oui, mais oui. Ouais? Wow. Tu, ton, tes parents et de où? Mon père vient de la Suisse romande, de Lausanne. De Lausanne? Moi, français, allemand, anglaise. C'est où ça? C'est dans la Suisse, une heure dans de Genève. Suisse? Ah, ouais, okay, dans la Suisse? Ah, ok, ok, d'accord, d'accord. Was heißt sourire? Ein Lachen. Stark, Digga. Ach, das hat er wirklich. Achso, gar kein Problem, Bruder. Stark, Alter. Heißt es nicht lächeln? Und auch lachen, oder? Aber ey! Okay, stark, danke. Danke. Und ach so, apropos sourire, wie viel haben wir? Wir haben 17:59 Uhr. Zwei Minuten. Noch original, bevor ihr den nächsten reinholt, lass kurz warten bis zum Drop. In zwei Minuten geht's los. Eigentlich erzähl mal ein bisschen was von Drop, so ist ja das allererste Mal für dich. Bruder, ich bin aufgeregt, Digga. Ich sag dir ehrlich. Ich kenn das. Also, Real Talk, ich bin aufgeregt einfach. Ich glaub's dir. Ehrlich, einfach aufgeregt. Ich bin den ganzen Tag so hippelig schon. Ja, ich glaub, ich kenn das. Ich hab die ganze Zeit so Bauchschmerzen. Bei erster Drop bei mir, ich bin hoch und runter gesprungen im Zimmer, ich weiß noch, das ist ganz schlimm. Komm mal her, Pat, model mal für uns. Stell dich mal vor die Kamera, model mal. Mach doch mal einmal seriös. Einmal unseriös, komm. Damit die wissen, wenn sie was holen wollen, was sie sich holen. Ja, egal, guck einfach. Du, jeder von euch hat das. Da vorne. Da vorne, Broski, da vorne. Okay. Komm mal mit. Zwei Minuten noch, Digga. Wir müssen zeigen, dass du das hier bist. Komm. Ja, du musst auch nach vorne. Dein T-Shirt gibt's auch nicht da. Du hast ja auch Dinge. Ja, geh nach vorne, Bro. Du bist ja nach vorne, ein bisschen quatschen. Ich hab. Mach mal ein bisschen, Catwalk. Bisschen Lärm, Broski. Hamid hat meine Kette geklaut. Ey, Hamid! Ja. By the way, jetzt ist auch Rohrt Drop, noch, ne? Deswegen Surreal, der Drop von Kat, Karim und Rohrt. Check das unbedingt ab. Was ist denn zwei Aber Sachen, Bruder? Ja, damit gelbe Video ist. Gelbe Video. Schön zensiert, Bruder Herzens. Wie findest du die Sachen von Surreal? Ehrlich, sehr, sehr stark. 10 von 10, so nebenbei. Die Trackpads fand ich am besten. Die hier, Bruder, ich hab die auseinandergenommen. Nee, die meine ich gar nicht. Achso, meinst du diese schwarze? Achso, diese Cargo meinst du? Also wenn ihr was haben wollt, vor allen Dingen die Leute im Stream, ich will immer, dass die Leute im Stream immer was bekommen. Ich höre nichts, weil jeder redet. Leute im Shop gerade. Echt? Gehen rein, ja. Sieht man das? Hier. Wie viele Leute sind drin? 825. Okay, es geht mal rein. Mods, sende mal den Link rein. Kein Mod hat einen Link reingesendet. Geil. Die sollen den Link auch pinnen. Den Link pinnen und den Link mal bitte reinsenden. Es geht los. 18 Uhr gleich. 10 Sekunden? Mods, spend mal den Link rein. Es geht los. Ich muss Story machen. Ich hab Story schon gemacht. Soll ich das hochladen? Bei meinem Account? Ja, das ist dein Account. Soll ich hochladen so? Okay, mach noch einen Pfeil darüber, dass da so ein Pfeil drauf ist. Warte, ich geh gleich erst online. 18 Uhr, Digga, ich bin wirklich aufgeregt, ne? Drop ist jetzt. Ey! Drop ist jetzt! Ist jetzt Drop? Ja. Komm, wir machen alle ein Catwalk mit unseren Sachen. Leute! Geht alle auf die Seite und euch alles 18 Uhr! Ah! Einmal Applaus. Ah! Ich bin gespannt. Also, ich hab gerade erst geöffnet. Es ist 18 Uhr. Sekunde. Ey! Du musst aktualisieren, du musst aktualisieren. Bruder. Es ist 18 Uhr. Pass auf, wenn man 18 Uhr. Hey, ist online? Ja, ich hab gerade erst gehört. Da war der 2. 2K. Jetzt online. Ey! Ich werd immer höher, ne? Stark. 2000 Leute im Shop. Wir gehen rein. Sag mal, wir gehen rein. Aha, oha, oha. Jetzt geht's an. Das ist der schönste Sound, Bro. Aber hört man den Sound? Das ist der schönste Sound. Oha. Oha. Halt mal. Oha. Ich höre den Sound nicht, man hört es bei dir. Tschüss.
Man hört das bei beiden. Aber das ist nicht bei jeder Bestellung, weil das ist so viel, das kommt nur. Das kommt nur Ding, Bruder. Alter Schwede, was geht ab? Ding. Das ist heftig. 2300. Das ist heftig. Okay, Mods, einmal alle Link reinschicken. Die Surier-Sachen sind jetzt draußen. Ihr könnt euch check das ab, Freunde, check das ab. Lasst Supporter, die Sachen sind geil. Von den Jungs, von Pat, Karim, Roth, sehr, sehr cool. Ich sage, und wir sind gleich Sold out geführt. Das sollte ja auch sein, du Depp. Wir sind gleich Sold out geführt. Geht da? Oh mein Gott. Diese gibt's auch in online, ja? Die Kette gibt's auch. 100% Edelstahl, mein Bruder. Bruder, ich komme gar nicht klar. Ich komme auch nicht klar, ne? Peak, ne? Guck mal hier, der hat was gekauft. Ich komme auch nicht klar. Karim, komm mal her. Karim, komm mal her. Hört ihr diese Hattest du da schon mal bei einem Drop? Karim ist gerade, der ist tot. Guck mal, der ist tot. Nicht so? Verrückt. Alter, das ist heftig. Mod, sende noch mal den Link rein. Von Surier-Shop. Was? Was ist los? Hörst du das nicht? Ja, ich höre das, Bruder. Aber ich kann das nicht wahrhaben. Guck mal, wie das aussieht, Bruder. Tschüss! Hey! Tamam, tamam! Hey! Yeah! Okay. Yeah! Hey, Bruder! Tamam, tamam, Bruder, ja! Tamam, Bruder! Guck mal, wo mein Mikrofon ist! Das war hier! Rap mal, Rap mal! Deswegen, Gott ist groß! Du sagst selber, Bruder! Gott ist groß, fertig! Gott ist groß, fertig! Surreal Freestyle! Ist, ja, das ist, ist ehrlich krass. Boah, das ist crazy. Gute. Haltet mal Kamera. Was vom das war's. Beeilt euch lieber. Das war's. Warte mal, nein, mach mal. Lass mein Wiener. Würstchen. Was? Alter, das war's wirklich. Kommt auf den Track. Ein kleines Versager. Bruder, bitte. Hammer, du siehst aus, als wärst du mager. Das war auch eine Story davon. Diese Kundenservice. Ja, Leute wollen eine Frage beantworten. Chat, ihr macht beste Pizza mit Rabatt. Das war's. Wen sehe ich in der Milchabteilung? Dein Vater. Und was hast du ein Gefühl, Roth? Gottes groß, merkt das schon. Ist Stream unwichtig geworden? Das ist geil. Ich lese doch nur den Chat. Ich will wissen, wie die Leute darauf reagieren. Hab geholt. W's. W's Chat. W's, oder W's. W's, 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 W's. Wie sieht's aus, Digga? Ist weg? Alter. Geht weg, ne? Geht weg, ne? Wie Butter. Ey, da kamen schon über 200 Bestellungen oder so. Ey, Jungs, ich bestell nachher. Viel mehr, glaube ich sogar. 400 Bestellungen. Ja, schon. Ja. 500. Dieses Katsching soll bei euch reingehen, gerade wirklich mein Kopf. Von 400 auf 500. Ey, da ist dann. Guck mal hier. Schönste Geräusch. Guck mal hier. Schönste Geräusch. Alter Schwede. Ey, Shoutouts an den Chat, Retalk, ihr seid crazy. Shoutouts an euch, verrückt. Ihr macht Spaß. Digga, wir haben. Wie lange ist Rolling Loud München her? Fünf, sechs Monate. Nee, sogar drei oder so. Und seitdem arbeiten wir an den Sachen. Ey, ich war sogar dabei, als du meintest. Ja? Ja, ja, du meintest, so zu denen, wann machen wir was zusammen und so. Ja, stimmt, du warst sogar neben mir. Ja. Da waren wir bei Reezy hinten. Ja, ja. Und da bin ich zu dir hingegangen, ich hab gesagt, ey, lass uns doch mal Collab machen. Ja. Und jetzt ist es zustande gekommen, krass. Baba, wirklich. Respekt, Jungs. Klebst in den Chat, das ist wirklich, das ist zu heftig. Bruder, ja, mein Handy ist am explodieren. Ja, so muss das auch sein. Das war's gleich. Das war's. Warte mal, ich geh mal kurz auf den Shop. Ich hab extra Pat gesagt, er sollte Shopify einrichten, damit du das auch spürst, dieses Gefühl. Damit du mehr auf merkst. Zeig mal. Zeig der Kamera, dass die Kamera zeigt. Oder paar Sachen sind schon. Digga, das ist heftig. Ich hab die ganze Zeit krass gehalten. Das ist ehrlich heftig. Bruder, was ist denn los? Viele Sachen sind ausverkauft. Von 15 Bruder, was ist das denn? Cargo ist gleich weg. Was geht da? Auf diesen Handy! Das war's wirklich. Cool. Er kann nicht zeigen, weißt du? Das war's wirklich. Leute, die können so Gefühle nicht so krass das war's. Also wirklich, Real Talk. Liebe und Herz in den Chat. Also Liebe und Herz in den Chat. Ja. Was? Was ist? Was? Ja, ist egal. Ist dunkel oder was? Ist egal, man sieht das. Alles gut. Oder Real Talk. Real Talk, Liebe in den Chat. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es das so heftig ankommt. Der Typ kommt auch Bruder, gar nicht klar. Ich habe dir sogar gesagt, ihr habt zu wenig gemacht. Ich habe sogar gesagt, ihr habt zu wenig gemacht. Ja, haben aber voll viel gemacht. Nein, also Real Talk, seid an alle Leute da draußen, wenn ihr wirklich was haben wollt, dann seid schnell, weil gleich war's schon. Viele Sachen sind schon ausverkauft in manchen Größen. Ja, ja. Ja, safe. Graphic Tee gibt's nur noch 100 Mal. Verrückt. Das Soul-Sati. Echt jetzt? Nur noch 100 Mal? Ja. Nach zwei Mal, Bruder, das ist verrückt. Ich weiß warum. Weil ich das anhab, Bruder, die sehen das. Ja. Die sehen das, Digga, die sehen das, die denken sich so, boah, genau das. Das gibt's nur noch 100 Mal. Ja. Ich hab aber gesagt, das erste, was weggeht, wird der Track hier, Bruder.
Trackies! Großartig. 23, 55, 13 noch in M. 13 noch in M? Gibt's noch 13. 26 in XL. Aber wirklich. 6 nur noch in XL. Sali, was sagst du dazu? Sali, warte mal, komm mal her. Heavy Metal. Bruder, meine Bruder. Ich hab nur geguckt, ja. Sali, wie findest du die Klamotten, sag mal ehrlich? Warte, was soll ich sagen? Beste Marke. Sali, so süß. 3000. Ja, ist heftig. Ich hab die ganze Kollektion. Pat Hooded. Bruder, dieser Sound, ne? Der hat meinen Kopf gewickelt. Wie heißt du mit Nachnamen? God. Darf er nicht sagen, ne? Nee. Sali Bonani? Nein, Bro. Bonani? Wer ist Sali Bonani? Kennst du Sali Bonani? Bonani ist crazy. Ich hab Bonani. Also Real Talk. Nicht Bonani. Alle mal einen Herzensspam in den Chat, das ist Real Talk zu krass. Ja, das meinst du. Sowas habe ich noch nicht erlebt, dass so viele Bestellungen auf einmal reingekommen sind. Ich hatte den ganzen Tag gestern und heute und generell die Wochen vorher voll Schiss, dass es gar nicht so krass ankommt und so. Aber dass ihr so heftig drauf abgeht, dass wir gleich schon sold out sind, das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Und auch alle Shoutouts, Shoutouts an alle Leute, die im Stream sind und sich das angucken. Das ist der heftigste. Krass. Real Talk. Wirklich Respekt. Mach mal. Ei! Du lügst. Ja? Lügst. Das. 810 Bestellungen. Ja. 810 Bestellungen. Ich muss dir vorstellen, 810 Leute haben aktiv gerade bestellt. Aktiv. Geld ausgegeben aus deren Taschen. So, die haben gesagt, ey, ich fand das geil, ich bestell das. Das sind fast 1000 Leute, die gerade bestellt haben. Ja, Blatt. Das ist zu heftig. Haben wir 1000 Leute bestellt? Ja. Double ist an den Chat, küsse Herzen. Das ist heftig. XL Sold Out. Wie viel haben wir noch von L? Von Graphic Team, von den anderen Team. Wie viel haben wir noch in L? XXL ist überall. Einer mit Baller, klar, XXL überall ausverkauft? Ja, L gibt's noch 17. Oh. 17 Stück. M ist auch ausverkauft. Ja. M ist auch ausverkauft. Ja. XL ist auch ausverkauft. Ja. Boah, das war's. Krank. Gleich alles ausverkauft. Siehst du an? Aktiv. Stell dich direkt davor. Bruder, das ist heftig. Das ist heftig. Also, Real Talk, da ist fast alles ausverkauft gleich. Gerade. God bless, Jungs, merkt euch das wirklich. Shoutouts auch an alle, die hier mitmachen, ne? An die Jungs, die alle da hinten sind. Wir haben den Pizza geholt vom schlechtesten, bewährtesten Restaurant. Hat Hamid besorgt, sehr, sehr korrekt von ihm auch. Seid stolz. Die Sturmmaske. Tod. Sieht man da alles? Tod. Okay, das ist heftig. Das ist krank. Kein Geld. Bruder. Das wird krank. Der Job geht ab. Das ist krank. Das ist Vitor krank. Was hat er gezeigt? Ja? Hab alles bekommen, was ich wollte? Ich habe ein paar Namen vor, die jetzt gerade bestellen. Echt? Im Shop. Das stimmt, das sind die neuesten und so. Lies mal ein paar vor. Hier, warte. Daniel. Hier, einfach auf korrekt. Mach ohne Danke. Paul Becker. Paul, Walmir, Ivo, Finn, Christian. Ja, Marina, sogar Frauen. Sag Nachnamen. Warum nur Nachnamen? Ist cool. Nur Lara. Bale. Nur Lara. Nein, mit Nachnamen meine ich. Sandra. Nein, echt? Ja, ich will doch nicht deren Nachnamen liegen, oder? Das juckt die nicht. Doch, Digga. Das die freuen sich doch. Das ist heftig. Da, Digga, Johannes, guck mal, weißt du, was cool? Korrekt an die Leute, die direkt mehrere Sachen holen. Ja, Bruder. Aber mal, auch clever. Der hat 180 Euro. Ja, bei clever, weil es gleich ausverkauft ist. Guck mal hier, 130. Hat der hat sich zwei Artikel, der hat sich drei Artikel. Was war das? Datenschutz? Okay. Ja, Bruder, ich dachte, Bruder. Krass. Bruder, das ist krank. Daniel, Sumpf. Alter, das ist Real Talk krank. Ich weiß gar nicht, was man in sieht. Das war's. Digga, das ist schon. Also, warte mal. Ja. Ey, wir müssen weiter nach hinten. Warte mal, weil das ist sehr, sehr dunkel. Das ist geil, ne? Warte mal hey, kurz. How are you, man? You good? Hi, bro. Rohit. It's Alfonso Davis in your stream, man. Rockin' the surreal Big Sauce shirt. Digga, ich kann ja Deutsch Kelleck vergessen. Das ist einfach nur crazy. Surreal. Guck mal, was noch gibt. Das hört einfach nicht auf. Wir werden die ganze Zeit diesen Stream weitermachen. Oh, die ganze Zeit. Wie ist das Gefühl? Sei ehrlich. Das ist heftig. Ist heftig, ne? Ja, das ist krank. Das, hey, what? Das Graffiti. Sogar mir schreiben jetzt die Leute auf Insta. Alter, heftig. Zeit wieder aufgepackt. Bro, ich hab schnell weg. Geld schicken, damit ich irgendwie noch kriege. Ja, deswegen sage ich immer, schnell sein. Der Beno, der hat nicht aufgepasst. Der schreibt,
T war so schnell weg, kann ich euch irgendwie Geld schicken, damit ich es irgendwie kriege. Bruder, ich sag's doch. Aber die Leute, sie hören mich auf mich. Ey, Bruder, ist das aktuell? Ja. Ey, Bruder. Ist das respektlos, wenn die Instagram-Kamera halte? Nein, halt Instagram die Kamera. Ist gut, ne? Ich höre, du bist heute im Schlaf hören, sag ich. Bruder, heute... Weißt du, ich immer bei Drums, ich dreh mal durch. Kaching. Der ist immer bei jedem Kaching nicht happy gewesen. Ernst, ja. Andere Dimension. Ich jetzt geht nicht mehr, ne? Oder jetzt geht nicht mehr. Das Böse, Lukas Schrader, Erhard Öztürk, also, Bruder, das ist heftig. Ja, komm. Arda. So, Arda, Bruder. Mike, Lukas Böse, Erhard Öztürk, haut direkt ein paar Sachen gleichzeitig aus. Okay, ey, Dabius in den Chat, wir machen weiter. Dabius in den Chat, Real Talk. Wir machen weiter, wir gehen rein. Ihr dürft nicht so heftig vor der Kamera chillen, weil dann sieht man nur schwarz. Danke. Real Talk. Ey, ihr dürft keine Namen sagen. Wie? Datenschutz. Wer droppt denn hier Namen? Ich nicht. Tim Müller mit einer 20-Euro-Bestellung. Das waren alles fiktive Namen. Freunde. Janik, Ryan, Thomas. Ich kann ohne Nachnamen. Ja. Danke, Thomas, Rolf, Alexander, Lasse. Aber lass das auch einfach. Na, nicht, dass am Ende irgendwas passiert. Vielleicht will einfach auch einmal ein Dings. Okay, Bruder. Papa, okay, wir machen weiter. Ja. Wir machen weiter. Der Shop ist noch, ja, es ist noch online, Bruder. L ist ausverkauft. Bei dem Tees ist MLXXL ausverkauft. Bei den I Love You, I Hate You ist auch XXXL und XXL ausverkauft. Also, was denn das hier? Real Talk, wenn ihr was haben wollt, dann seid schnell. Krass. Ich muss mir noch das letzte nehmen. Cargo ist auch schon fast. Cargo ist auch schon fast weg. Später. Das ist krank. Alter Schwede, das ist heftig. Das ist heftig. Ey! Ja, natürlich. Ey, das T-Shirt ist Platz einfach echt schon fast weg, ne? Willst du jetzt Juri sein und ich mache an Moderation? Ja? Daniel, nur am Essen. Ey, Jungs, setzt euch mal alle wieder hin! Karte, Walla, geh mal zum Ecke, ich sterbe. Bitte. Sorry. Warte, ich brauch was zu trinken, sorry. Das ist heftig. Das ist Real Talk heftig. Okay, Digga, es sind so viele Bestellungen, die reinkommen. Log in. Komm ich drauf klar. Real Talk, ich komme nicht drauf klar. Oder wie viele tausend Kaugummis hat man im Mund? Drei. Aber versuch da nicht die ganze Zeit drauf zu gehen, sonst verwirrst du dich. Ja. Einer schreibt Daniel nur am Mampfen. Ja, Bruder. Bruder, er hat recht, ich sag dir ehrlich. Ey, ich hab ganz er fängt an mit Chips, Bruder. Dann er hat Hanuta. Random, Bruder. Während er Rohat Glückwunsch sagt, Bruder, man sieht, wie er so einen Hanuta schnappt, so, Bruder, auf heimlich. Dann jetzt gerade hat er wieder eine Chipstüte, Bruder. Ist gespawnt in seiner Hand. Du hast selbst gelesen wie ich, ne? Das Ding ist, Kato geht gleich was essen holen. Baba. Daniel aber süße. Angelina, ich heiße auf Instagram Daniel Slam. Dankeschön. Mann, Bruder. Bruder, Game ist Game. Man muss arbeiten. 24-7. Ich sag, bei dir bringt nichts, ja. Entweder du hast Glück oder du hast kein Glück, sag ich. Nein, nein. Haben wir 10 von 10 in dem Shirt. Ich sag euch ehrlich, das T-Shirt. Hast du gehört? Was hat er gesagt? Schreibt, haben wir 10 von 10 in dem Shirt, dann jetzt Antwort geht. Einfach nicht gehört. Guck mal, wie krass ist er bitte in seiner Bubble gerade? Bruder, ich bin einfach... Oder ganz schlimm, wirklich. Ich bin verdammt Handy an die Brust. Nein, Bruder, weil ich erleichtert bin, ja, Bruder. Ja, ich freue mich für dich, Bruder, ehrlich. Auch, Junge, hör auf an. Ich bin einfach erleichtert, Real Talk. Auch nochmal von Hamed und mir. Danke an alle, die hier unseren Bro supporten. Bruder, sehr cool. Bis noch Herzen. Und danke, dass du für mich redest, aber hat wenigstens gestimmt. Genau das selbe. Hat wenigstens gestimmt, ja. Ahmed meinte, er hofft, geht nicht sold out. Charlotte, wirklich krass. Nicht selbstverständlich. Easy, Bruder, Herzens. Alles okay. Gut gesagt. Schaut gerade auf sein Konto. Nee, ich hab Chat geguckt. Okay, let's go, wir machen mit den nächsten weiter, würde ich sagen. Okay, komm mal bitte rein. Okay, komm. Ja. Hui. Tschüss.
Sali, steht in dieselbe Klasse? Nein. Was geht ab? Hallo? Wie heißt du? Ich heiße Musi, ich bin 14 Jahre alt, ich komme aus Hochtal, also in der Nähe von Düsseldorf. Was machst du heute? Entengeräusche. Entengeräusche? Ja, richtig. Verrückt. War da viel Glück dabei, ne? Ey, nein, no front, er sieht aus, als könnte er das. Du musst näher ans Mike, du musst dich vor das Mike stellen. Ich glaub, er sagt, Wallah, ich kann das. Er ist so der eine in der Klasse, der die alle abfragt. Warte mal. Du kannst ja, Entengeräusche. Ja. Aber kann. Ja, okay, doch. Warte, sag mal Geräusche. Das ist nicht schwer. Geräusche. Das ist nicht schwer, ne? Hast du Geräusche gesagt? Geräusche. Achso. Geräusche. Du kannst dich aussprechen. Soll ich anfangen? Ja. Hier, Bruder, geben. Kannst du auch so Sachen sagen mit dem? Ja, mit ich kann ein Beispiel. Was soll ich sagen, ja? Sag mal, Surya geht sold out. Surya, schwere Wort, Bruder. Sag Bruder, einfach, sag einfach. Sag einfach, gib mir 5 Euro. Ja. Ich kann das eigentlich nicht so gut, ja. Probier einfach. Okay? Probier. Ist nicht schlimm, wenn du nicht. Das war doch perfekt. Das war schon gut, wirklich. Dankeschön, ja. Loki, bisschen so wie die in Frankfurt Bahnhofsviertel, diese Junkies, aber sie waren wirklich gut. Man muss lachen, das ist was wichtig. Nein, ohne Spaß, er ist süß, Digga, dass er sich mit 14 Jahren hier... Das ist stark. Wirklich sehr stark. Süß ist verrückt. Ja. Danke, ja, Wallah. Das ist... okay. Sag mal noch ein bisschen was mit der Stimme. Ja. Red mal mit uns. Antworte einfach mit der Stimme, okay? Wie geht's dir gerade? Ja? Wie bist du hierher gekommen? Bist gestorben? Bin runtergefallen? Du wurdest gefahren! Ey, das ist aber wirklich gut, Bruder. Das ist geil. Hey. Von wem? Von deinen Eltern? Von deinem Onkel. Ja, von deinem Onkel. Dabei reden ist krass, wirklich. Ja, ja, ohne Spaß. Sehr cool, sehr, sehr cool. Kannst du mal am Ende so einfach nur mal ein Geräusch machen? Das ist crazy, Alter. Ja, das ist cool. Okay, wie war nochmal dein Name? Musi, also M-U-Z-I. Ist das dein richtiger Name oder hast du ehrlich schon einen Künstlernamen? Nein, also ich wollte eigentlich mit Kutschi anfangen und so, aber eigentlich schon. Das ist nicht dein richtiger Name, ne? Musi mit Z. Musi, also es nennt mich halt jeder. Krass. Ich hab keinen Künstlernamen. Also, wie heißt du sonst, also wenn du jetzt nicht Musi heißt? Also das ist mein Spitzname, eigentlich heiße ich Musafer. Ich hab den Namen von meinem Opa gehört. Ja, Baba, Bruder. Ja, das Ding ist halt, Musi ist auf jeden Fall sehr stark, wie du das machst und so, aber ist halt natürlich nichts spektakulär. Aber es ist cool. Spektakuläres, ja. Ja, genau. Ein 14-Jähriger muss ich korrigieren. Er ist 14? Ja. Mhm. Er ist schon ein cooles Talent auf jeden Fall. Natürlich waren jetzt hier ein paar Leute mit so Künstlern und so. Die waren auch krass, ja. Die gut gerappt haben und sowas, ne? Aber Bruder, dass du hier hinkommst, das war lustig. Was bist du für Nationalität, Bruder, wenn ich meine? Ich bin Türke und Libanese. Hallo aus Hungary, hat mich sehr gefreut. Wirklich, Papa. Wirklich sehr stark von ihm. Ciao. Gut, Bruder. Ciao, Musi. Sag dein Onkel danke, dass er dich gewarnt hat. Kein Problem, ja. Er sagt kein Problem, ich meine sein Onkel. Ja. Hat er auch zum Kind gemacht. Ja, das ist wirklich krank. Cool, wirklich sehr, sehr cool. Okay. Soll ich weitermachen? Ja. Ins Mic, Sully, ins Mic. Ich hab doch mein eigenes. Ach so. Soll ich einmal mit Sully tauschen? Ich mach Moderation und er setzt hier hin. Ja. Nein. Warum? Doch, lass mal Sully sitzen. Okay. Sully, komm, setz dich hier hin. Du machst jetzt Jury, okay? Ja, okay. Du hast aber kein Mikrofon, du musst bei Rohrhard reinsprechen. Doch, ich hab. Hast du? Ja. Boah, stark. Karton ist richtig sauer, irgendwie so angefressen. Warum? Ja, wenn du irgendwas, oder wenn geht. Ich soll hier, ich mache jetzt Jury, ja. Kann ich irgendwas anderes? Seid ihr ready? Ja. Ja, Bruder, wir sind ready. Komm. Okay. Okay. Was geht ab? Mein Name ist Hamed. Ich bin 23 Jahre. Ich komme aus Paderborn. Und ja, Mann. Was, Digga? Ich wollte euch heute mein Talent zeigen. Mach. Was ist dein Talent, Mann? Ich habe mehrere. Er macht sich aggressiv, ne? Ich will rauf auf ihn. Ich will Knockout-Raum, wirklich. Was ist dein Talent? Ich muss kurz selber, ich habe so viele Talente, ich muss kurz überlegen. Ich kann Gedichte. Er verschwendet meine Zeit, die Zeit von denen und die Zeit von der Regie. Jalla, der Nächste rein. Darf ich mein Gedicht vortragen? Die Regie hat gesagt 22 Uhr, wenn du schnell schaffst. Komm, lass ihm eine Chance geben, komm. Ja, okay. Er hat gar keinen Bock gemacht. Komm, ich hör zu. Rosen sind rot. Okay. Veilchen sind blau. Was?
Mein Sippi ist lang, du weißt das ganz genau. Und so klaue ich ganz einfach deine Frau. Er hat gespittet, Loki. Er hat gespittet, Loki. Das Problem ist erst noch nicht so weit, aber ich check schon. Ich check okay. Schon. Sali, was, wie fandst du? Ich fand's sehr gut. Es wurden die passenden Wörter gewählt und du konntest es auf jeden Fall auswendig. Wenn du Feedback geben musst, so ein Ding, einer präsentiert. Okay, danke schön. Gerne, gerne. Deine Meinung? Ich, war gut, waren Bars. Du hast gespittet, Feuer. What, Abi? Abi ist crazy. Komm, hol mal den nächsten jetzt bitte rein, jetzt ernsthaft. Okay, okay. Mein Gott. Einmal bitte Applaus für den nächsten Teilnehmer. War mal gut, oder? Oder? Die checken das. Ah. Was geht, was geht? Hallo? Hallo. Ja? Also ich bin der Jascha, ich bin 12 Jahre alt und ja, also eigentlich wollte ich was Krasseres machen, aber wegen meinen Armen kann ich nicht so viel machen. Warum hast du den, wie hast du dir den gebrochen? Wir waren in Österreich. Du musst näher ans Mike reden. Also wir waren in Österreich, dann waren wir am Fahrradfahren, bin ich in so eine Kurve gefahren, dann bin ich so weggerutscht, dann bin ich mit meinem Handgelenk so auf dem Boden und dann habe ich halt mein Handgelenk gebrochen. Das ist scheiße. Aber rechte Hand tut weh, Bruder, ja? Ja. Aber egal, Bruder, Linkshänder. Richte das Mic mal ein bisschen näher zu dir so. Nimm das mal vor deinen Mund so, ja? Okay, gut. Egal, gute Besserung. Ja, auf jeden Fall gute Besserung. Aber ich habe einen Tanz. Also okay. Ein bisschen. Gib ihn, Bro. Das ist nicht gut. Du musst ins Mic reden. Achso. Ja, also ich mache jetzt einen Tanz. Ein Tanz? Ja, ein Tanz. Okay. Hä? Das war's? Ja, das war's, weil mir ist nichts angefallen, weil ich erst heute Morgen so mitgekriegt habe. Wie weit bist du hergefahren? Ja? Wie lange bist du hergefahren? Ja, eine Dreiviertelstunde. Also Dreiviertelstunde? Ja. Stark. Ich bin baff gerade, ne? Mach mal, ich will noch mal sehen. Macht der gerade Spaß? Du machst maximal Spaß gerade. Auf Ernst jetzt? Das ist crazy. Okay, gut. Was sagst du, Sally? Gib mal deine Bewertung ab. Ich würde sagen, war vielleicht ein bisschen kurz, aber wegen deinem kaputten Arm. Du hast doch da nichts aufgeschrieben, was guckst du die ganze Zeit da drauf? Ja, wegen deinem kaputten Arm, wer weiß halt, was hättest du sonst gemacht, aber ich glaube, du hast es relativ gut gemacht, auch mit dem kaputten Arm. Okay, danke. Stark, wirklich gute Besserung, Bro, pass auf dich auf, okay. Bleib gesund und... Ja, war sehr gut, war gut. Ich freue mich um zwei kaputte Arme. Crazy! Weißt du, was ich mich frage? Was? Denkst du, wenn sein Arm nicht gebrochen wäre, wäre die Performance krasser? Bevor ich den jetzt wieder abbreche, Bruder. Was ist das für ein Talent? Okay. Okay, ich change mal wieder. Ja, okay. Wozu? Wir müssen, ja, komm. Baba. Aber gut gemacht, Sali, in Jury, ne? Ja, danke schön. Boah, es kommen immer noch so viele Bestellungen rein. Ich wir sollen bei dir reingehen. Jetzt kann okay. Ich nicht mehr, Digga. Nächster Kandidat, einmal bitte kommen. Nach dieser Bewertung von meinem Dings. Okay, der Nächste. Ja, einmal bitte reinkommen. Wagwan. Wie heißt du? Wagwan. Mein Name ist Aidi. Künstlername Aidi. Aidi? Aidi. Ach so. Ich hab auch Aidi. Tut mir leid. Alles gut. Tut mir leid. Ja, ich bin 22, komme aus Wuppertal. Ich mache so seit 2-3 Jahren Musik. Und ich wollte einen Song performen. Baba. Ja, okay. Klar. Brauchst du dafür Beat? Ich hab, also der Song ist schon online. Ich würde den jetzt abspielen und darüber mitrappen. Playback? Ja. Dann mach ein bisschen leiser. Tamam. Damit wir auch ein bisschen Live-Performance haben. So ist gut? Ja, so wie es dir angenehm ist. Hauptsache ey. Nicht zu laut. Ey, okay. Ja, ey. Ja, bitte. Hänge Nächte lang im Stu, Gott sei Dank bin ich wie du, ich bleib in einem Coupe. Oh mein Gott, mein Schrank ist voller Fashion, mit dir kann ich dich messen. Weil ich Fashion, oh mein Gott, ich weiß, es geht. Hänge Nächte lang im Stu, Gott sei Dank bin ich wie du, ich bleib mein Car in einem Coupe. Oh mein Gott, mein Schrank ist voller Fashion, mit mir kannst du dich nicht messen. Ich hol mir meine Blessings und du fuckst wie das noch, komm aus der Trap. Okay.
zu viel Fashion im Gepäck, mache Tetris durchsteck. Bleibe Fokus, stoppe Cash, will ein Maybach, ja den Lasers. Viel zu fast. Er kennt seinen eigenen Text nicht, ja. Oh mein Gott, Playback an nervös, ja? Text. Bruder, guck mal, so nervös, ja, aber das ist dein eigener Text. So. Ja, Bruder, ja, das ist dein Text, Bruder, Playback, ja, läuft, nur mal, nur mal. Ja, und du vergisst und du lachst dabei die ganze Zeit. Ja, ich bin gerade ein bisschen zu nervös, ja. Kannst probier nochmal, mach ja, nochmal. Gib mir noch einen Schlag, atme ein, aus, gib ihm. Ja, ja. Das ist deine Bühne, Bruder, stell mal vor, wir sind in deinem Wohnzimmer. Wir sind gerade in deinem Studio. Bisschen lauter ist, ey, ja. Ey. Ja. Hänge nächtelang im Stu, Gott sei Dank bin ich wie du. Ich geb mein Kaff in einem Coupe, oh mein Gott. Mein Schrank ist voller Fashion, mit mir kannst du dich nicht messen. Ich hol mir meine Blessings und du fragst, wie das nur geht. Hänge nächtelang im Stu, Gott sei Dank bin ich wie du. Ich drop mein Tacho in einem Coupe, oh mein Gott. Mein Schrank ist voller Fashion, mit mir kannst du dich nicht messen. Ich hol mir meine Blessings. Komm aus der Trap mit meiner Family, durch Rap hab zu viel Fashion im Gepäck. Du hieß doch. Meine Film, ich habe Cash, will ein Maybach, ja den latest, viel zu fast. Ja, ich bin faded, wir sind loaded, früher nix, aber heute loaded. Kein Cash, aber es ist loaded, mein Etui ist loaded. Eis, mein Herz ist voller Eis, mein Cup ist voller Eis, Hilfe voller Eis, wie es. Hängen nächtelang im Stu, Gott sei Dank bin ich wie du. Ich brauch mein Tacho in einem Coupe, oh mein Gott. Mein Schrank ist voller Fashion, mit mir kannst dich nicht messen. Ich hol mir meine Blessings und du fragst, wie das nur geht. Hängen nächtelang im Stu, Gott sei Dank bin ich wie du. Ich brauch mein Tacho in einem Coupe, oh mein Gott. Mein Schrank ist voller Fashion, mit mir kannst dich nicht messen. Ich hol mir meine Blessings und du fragst, wie das nur geht. Leider gechoked, ja. Oder ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ein bisschen abgefuckt von dir, ja? Auch. Weißt du warum? Enttäuscht. Weißt du warum? Oder du kommst hier hin, ja. Du sagst so, dein Track, der war gut, deine Performance war Arsch. Der Track war sogar wirklich gut. Ja. Der Beat war krass. Yeah. Deswegen, nein, nicht nur der Beat, der Track war gut. Also ich sag nicht, das war der perfekte Track, den wir da gehört haben. Aber der Track war gut und dein... Du musst reinkommen, Bruder, und Eier auf Tisch legen. Ja. Guck mal, du bist schüchtern am Mikrofon, das ist nicht schlimm, das ist normal. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber Bruder, bei dem Track, warum bist du schüchtern? Ja. Du musst so diese mit Blatt, ich bin das erste Mal jetzt so live vor Cam, das wissen Ja, ich kann das verstehen, aber darfst du bei sowas nicht. Das war gerade wie, wenn du in Schule so Präsi gehalten hast vor Klasse. Ja, guck mal, du kannst... Ich kann mir jetzt zum Beispiel niemanden geben, der so einen Text hat, wo viel Flex dabei ist. Weißt du, mein Schrank ist voller Designer, dies, das. Und wenn du dann schüchtern vor mir bist, Bruder, dann ist so, Kelle, kann ich nicht ernst nehmen. Weißt du, was ich meine? Normal. Deswegen, deine Tracks sind gut, mach weiter. Aber du musst so mehr Selbstbewusstsein dahinter aufbauen. Ja. Mehr Selbstbewusstsein, Bruder. Du musst hinter dem stehen, was du machst, weißt du? Du musst hier rein. Wie sollen wir das feiern, Bruder, wenn man das Gefühl hat, du feierst selber nicht so ganz? Genau, stark. Text nicht mal. Das war eine gute Aussage. What? Ey, Digga, ich komme nicht drauf klar, dass ich am Anfang, ich habe das so gehört, diesen Playback, und ich dachte mir so, ey, das hört sich sogar ernst. Baba und so auf einmal. Gut an, so. Boom, was sagst du? Jetzt so, also jetzt so Playback-mäßig. Man hört ihn nicht. Ja, ich sag das dann. Ja. Die Performance nicht, aber der Track an sich. Ja, der Track war echt okay. Und das sagt er. Ja. Guck mal, er meint das doch ernst, was er sagt. Er lügt nicht. Keep it up, Bro, wirklich. Alles klar, danke. Also weitermachen. Pass auf, ciao, bleib gesund. Ciao, danke euch. Hau rein, ja, Lola. Wie ist er nochmal? Da war ich AD. 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 Digga, also nach diesem Stream werden die Hälfte meiner Mods entmoddet. Mach mal mehr, glaub mir. Meine Mods sind immer da. Meine Mods sind da. Gott sei Dank. Ich schwöre, kann sein, wenn ich sag, meine Mods sind jetzt mehr in deinem Chat. Ich sag auch, meine sind da drin. Und kann ernst sein. Dennis, bist du da? Meine Mods sind tot. Dennis, bist du im Chat? Wenn er da ist, dann Jackpot. Ja, Daniel, hast voll krasse Mods. Nee, voll scheiße. Ja, warte kurz. BVB Tassos ist auch nur so ein Ding. Bei dem ist dieses Schwert auch nur Deko. Oha. Dann Tassos, du Hund. Prex ist da, guck. Perfekt, Masen. Ja. Drei meiner Mods sind drin. Prex auch bei mir Mod. Laber? Ja. Hat er sich überall hochgemischt. Bester Mann, wirklich. Das ist mein Bruder. Okay. Ey, warte mal, was glaubst du? Marc ist auch bei jedem Mod. Was sagst du, was ist so für euch? Obwohl, lass es nicht sagen. Ich wollte gerade fragen, wer ist euer Favorite bis jetzt. Aber lass am Ende. Nee, lass mal bitte am Ende eine Top 3 hier hinpacken und dann sagen wir am Ende erst mit Platz 3. Es fehlt, Bruder, es kommen noch so viele. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen durchschauen. Ja, ja. Der nächste. Ja, okay. Nächster kommt einer heute rein. Oh. Ich geh denn hier ab, Alter.
Was geht ab? Wie heißt du? Ich heiße Krisch. Was machst du heute? Mike reden. Wie heißt du? Ich heiße Krisch. Was machst du? Krisch. Ich rappe heute und singe. Fertig. Wer ist der Goat? Messi. Ja! Yeah! Er heißt Krisch und sagt Messi, Digga. Vorbei. Stark. Das ist heftig. Vorbei. Stark. Das war's. Er ist weiter. Jetzt schon ein Pluspunkt. Jetzt schon ein Minuspunkt. Jetzt schon ein Pluspunkt. Jetzt schon ein Minuspunkt. Zwei Pluspunkte. Wie alt bist du, wenn ich frage? Minuspunkte. Ich bin 13. Fünf. 13? Gib mir ein 10 von 10. Er ist für 13 sehr, also jetzt mal ernst, er ist sehr selbstbewusst, finde ich. Ja, real talk. Ich finde aber, er kann also auch selbstbewusst sein. So selbstbewusster als davor. So. Er kann auch selbstbewusst sein, Junge. Er sieht fresher aus als ich mit 13. Er hat sogar gut Style. Also entspannter. Guck mal, wie Sali lacht, Sali, Bruder. Sali, du brauchst gar nicht so hin. Sali, würdest du ihn packen im Ring? Dann schon einfach Fitner machen. Okay, du brauchst ein Beat, ne? Ja, also. Ah, okay, du klärst es gerade. Welche Klasse gehst du? Ich geh in die 8. 8? Ja. Mit 13 ist man 8. Ja, Bruder, der hat gerade erst Bruchrechnen oder so. Nein. Erst einen über, hast du einen übersprungen? Nein. Doch, mit 13 ist man 8. Achso, ja, ja. Sali, du bist der 7. ne? Ich dachte, der 11. Bei Sali dachte ich 5. Digga, zweimal sitzen geblieben, so wie er redet manchmal. Sali, würdest du ihn packen im 1 gegen 1? Vielleicht. Chef, er wäre drauf eingesprungen. Nein. Chef, der zieht mir jetzt raus. Let's go, Jungs! Ey, mach mal Emote Only raus, ich will Ding. Ich will Radikale haben. Aber dann Submodus rein. Auch Submodus raus, radikal. Geht nicht. Geht nicht? Keine Mod. So. Doch, Tasse ist es da, Bro. Okay. Emote Only raus, Tasse. Vielleicht ein bisschen lauter? Okay, passt. Weißt du, was krass ist? Alter, jetzt. Alter. Ey. Ja. Ey. Lauter. Krisch, bin ein Motherfucker, Charlie Sheen. We smoke too much green, du bist nicht funny, Mr. Bean. Sitze sogar mit meiner Beam, meine Waffen mach ratatata. Dein Gelaber ist nur bla 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 bla. Du Feature, aber ich sage na. Teufel, nenn mich Lucifer, komm mir zu nah. Werde ein Star, Fußballspieler, ich bin Neymar. Drippy rockin' nur Prada. Mache Party für your Mama. Heute Nacht ihren Bunda. Nimm sie back, Hund, ja. Conan Packs im Bund, ja. Mein Dien ihren Mund, ja. Okay. Ich glaube, mein Mut switcht gerade. Ich wechsle kurz die Kassette. Du lügst. Als ob. Der macht maximal Spaß. Nein. Ja. Sleep in this bed together. Feels alright. Ooh yeah. Don't know what I would do without you, baby. Sleep in this bed together. Feels alright. Ooh yeah. Don't know what I would do without you, baby. Baby, bitte geh nie wieder. Kämpfe um dich wie ein Soldier. I know you like to lean on my shoulder. Wenn du mal weg bist, wird es immer colder. We're getting older, driving in the Beamer. Legst meine Lieder, für dich knie ich nieder. Mit dir Sieger, niemals ein Verlierer. Ich für dich lieber als Kylie Jenner. Sleep in this bed together. Feels alright, ooh yeah. Don't know what I would do without you, baby. Sleep in this bed together. Feels alright, ooh yeah. Don't know what I would do without you, baby. Nee. Ey, bitte lass mich stehen, wirklich, lass mal so, wirklich, mit 13, Bro. Bravo, Habibi, bravo, ich bin stolz, Wahnsinn. Ey, kann ich erstmal jemanden reinholen? Und zwar, bist du sein Bruder oder bist du sein Bruder? Ja. Ja, kannst du mal noch reinkommen? Hä? Ja, komm rein, komm rein. Bitte. Ich habe die ganze Zeit nur rechts gesehen, wie sein Cousin hier abgegangen ist, deswegen. Erzähl, ey, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wirklich krass. Also, ich bin zu Rappen gekommen durch meinen Onkel und meinen Cousin. Krank. Der Onkel kann auch mal reinkommen. Komm. Das ist der Onkel. Hä?
Was geht? Onkel ist verrückt. Das ist sein Bruder. Krass. Sein Bruder, sein Vater ist mein Cousin, weißt du? Ah, ich so, checke. Oh ja, ich checke. Ah, diese Onkel. Ja. Auf jeden Fall, ich bin durch die zum Rappen gekommen. Ah, rappst du auch? Ich mache auch Musik. Ah, okay, heftig. Und das ist auch mein Producer. Nee! Ey, was ist dein Remix? Krass! Ey, sehr cool, sehr cool. Übertrieben. Cool. Ey, Bro, das, also ich fand, ich muss sagen, persönlich, das erste fand ich krasser als das danach. Mhm. Das erste ging richtig rein, Bro, wirklich tough. Was sagt ihr, guck mal, persönlich, eure Mann, was fandet ihr besser von den zwei? Das Ding ist so, das zweite Lied ist ein neueres Lied gewesen. Ach so, okay. Und du musst dir vorstellen, wir saßen alle im Studio und wir rappen alle vor und er dann so, ey, darf ich auch mal vormachen? Und dann sagt er, bin ein Motherfucker Charlie Sheen. Ich so, wow, Digga, ist so, chill mal. Ich so, wow. Nimm direkt krass. Auf und hat er aufgenommen. Ja. Krass. Krass. Crazy auf jeden und krass. Ey, Bro, er ist hier reingekommen mit einer Performance, ey, so von 13. Guck mal, so selbstbewusst, dieses Selbstbewusstsein hat bei dem anderen gefehlt. Danke. Genau, und guck mal, und er ist 14, Digga, oder? 13. Ey, der ist 13, man muss sagen, das zweite Lied hat er aufgenommen, als er noch 11 war, ne? Tschüss, mit 11, Bruder, ich hab... Was redest du? Boah, krass. Hey, als ich am Anfang gehört habe, ich dachte erstmal kurz Elias, Digga. Hast du direkt gesagt, ich weiß ja. Ja. Sali, du schläfst, Bruder. Er hat mit 11 angefangen zu rappen, wann fängst du an? Gar nicht, ich kann das nicht. Ich sag dir das fresh. Ich sag, krass. Wenn du wirklich durchziehst, auch mit, vor allem mit deinem Cousin und deinem Onkel, Digga, das wird was. Das wird nicht, das kann was, was werden, das wird was. Das wird was. Wenn das nichts wird, ihr drei seid schuld. Aber krass, ich hab sehr gefeiert, wie ihr da mitgefühlt habt, wirklich sehr cool. Auch wie ihr das aufgebaut habt, war gut, ja? Diese Idee dahinter, okay, Kassette rein, die Moves, die du reingebracht hast, von Performance-technisch, besser als jeder andere heute hier gewesen. Performance auf jeden Fall. Performance erst 13. Du hast einen mit abgeholt. Also direkt davor und schneidet euch eine Scheibe ab, wirklich. Der ist 13 hier, der hat gerade abgeliefert. Sag mal deinen Namen, Bro. Ich wollte nochmal Dank an euch sagen, dass ihr mir die Chance gegeben habt, hier zu performen. Das bedeutet mir sehr viel. Ja. Real Talk. Baba. Boom war das erste Mal hier und war wirklich am Nicken einfach. Wirklich, er sagt stark. Dankeschön. Heftig. Wie war nochmal der Name? Ich muss aufschreiben. Krisch. Voll mit Messi. Bruder, vergiss deine Dinge nicht, ne? Ja, kann sein, ein paar Sympathiepunkte. Boah, das ist, glaube ich, jetzt die höchste Zahl auf meinem Zettel. Sag ehrlich. Gib mal heavy, auch einen. Heavy Metal. Christian hat gemacht. Ja, crazy. Bruder, ich habe noch nie so einen guten 13-Jährigen gehört. Crazy, ne? Ernst? Bruder, ich sag sogar, ich habe noch nie so einen guten bis 17 gehört in seinem Alter. Der ist besser, Bruder, er ist besser als Mero, als er Newcomer war. Natürlich. Auch besser als du damals? Ja, normal. Bruder, war schon krass. Was ist das? Na gut. Immer auch. Das war's. Danke, ey! Schau das doch mal an ihn! Applaus für dich! Mach so selber Geschmäcker. Ich kann nicht sagen, perfekt. Wer hat diese Maske hier gelassen eigentlich? Ich. Okay, gut. Lass sie doch da liegen, Dummkopf. Aber so. Ja, genau. Bro. Niemals. Nein, Bro. Digga, da ist noch ein Stück. Boah, das. Das ist krank, Walla. Walla, er hat gerade fast meinen Zahn rausgehauen, ne? Der Geistkranke. Lach, Walla, lach. Lach, Walla, ich bin der zweite Kieferbruch. Nein, Spaß. Was ist gesagt? Auf Kiefer? Das ist krass. Okay, Sali, mach weiter. Okay, einmal bitte der Nächste. Also du machst auch Performance? Ja. Yeah. Also hallo. Warte mal, du bist der Nächste. Verrückt. Der Übergang. Ja, verrückt. Wie heißt du? Eine Chance. Ich bin AK. Was machst AK? Du? AK. Stark. Wie heißt was du heute? Ich mach genau das, was mein Cousin jetzt auch gerade gemacht hat. Ich performe jetzt in den Song. Okay, Bruder, wie heißt du richtig statt AK? Akash. Akash? Ja, Akash. Akash. Okay. AK. Okay, ich wünsche dir viel Glück. Danke. Dein Cousin hat schon mal eine hohe Messlatte gesetzt. Ist schön. Er hat recht. Ja, du kannst auch drehen. Du kannst das so drehen. Oben, oben. Zack. Hört sich gut an? Ich weiß gar nicht. Mhm. Ja, ist gut. Ja. Das Ding ist so, erstmal mich verbinden, ne? Ja, sag, was sollst du sagen? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ich bin AK22, komme aus Ennepetal. Das ist eine kleine Stadt. Ennepetal. Wo ist das? Das ist näher Dortmund. Ah, okay. Ennepetal? Genau. Das ist dann wie so LMNP.
irgendwas ausgedachtes. Krass. Hab schon vieles gehört. Hammer. Auf jeden Fall wollte ich euch fragen, ich habe euch drei Songs mitgebracht. Okay. Ich habe euch Trap, R&B und Afro mitgebracht. Ich sag, ich will nur einen. Ich will Trap. Ich will auch Trap. Sag Afro. Wollt ihr Trap hören? Ich will Trap, ja, ich sag Afro, ein bisschen Abwechslung, ja? Okay, doch, aber ich hab Trap noch nicht gehört. Dann lass beides, Trap und Afro. Dann lass Trap und Afro. Wollen wir jetzt anfangen? Okay, ja. Also mit Trap und Afro. Mach, Bruder, gib ihm. Oder soll ich Energie am Ende dann aufheben lassen? Wie du willst, Bruder. Mach nur. Also Afro hab ich sehr Bock. Okay, wollen wir mal Trap denn als erstes. Easy. Ich finde das Teil. Ich muss noch einmal drücken, glaube ich. Ist einfach schon leer, Digga. Guck mal, bitte, Digga. Ist einfach schon leer. Zeig mal. Oh mein Gott. Loki, eine Sache, die du wirklich verpennst, ist Afro und Amapiano, Bro. Meiner Meinung nach verpennst du diese Musik. Weißt du, was ich gerade für Musik höre? Hm? So diese White Girl Starbucks Musik. White Girl Starbucks, die soll bei dir reingehen, Bruder. Afro so. Amapiano. I just wanna break dudes. Mona Lisa. Amapiano. Ist doch, Bruder, Amapiano, Afro crazy oder nicht? Also wenn man so den Vibe und so Daydrinking Party. Warum geht er davon aus, dass er so direkt einstimmt? Krank, ne? Mhm. Er geht einfach zu Patrick. Er geht zu Patrick und sagt, Afro, Bruder, okay. Sei ehrlich, ist geil. Afro ist warm. Bruder, wie findest du Fufu? Sei ehrlich. Ist gut. Das ist verrückt. Afro, super. Okay. Okay, seid ihr ready? Bist du ready? Okay, ich bin ready. Ja. Zeit. Go. Down. Ja. Ja. This shit about to go, oh, 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 go. This shit about to go, oh, 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 go. Yeah. Snakes in the grass, that's harder to see. Opposition didn't play with me. Okay, you're different than dance for me. Shooting your feet, you're faster for me. Making money, I'm counting the checks. Drip harder, goes hard, I'm black. Blow me kisses, coming right back. Prada shades, we rocking in black. Attack. We on order on Uber, we taking the cab. This ain't no bullshit, this ain't no cap. I smoke a job, bitch, just like that. You got short arms, I thought you're Rex. You claim to be rich, bitch, wear your Rex. F&M 50s, all in the back. With a drippy like the pussy, open your legs. I got a mission, missionary, feeling visionary. I do nothing till a felony. Smoking the pot, the Kelly. She a crack cash, she needs the Fetty. Baby, come on, yeah, come in my city. Come in your face, you can leave the city. City boys, baby, you know we litty. City boys, baby, you know we... Go, oh, 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 go down. This about to go, oh, 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 go down. Wie heißt sie? Wie heißt sie auf Instagram? Boah! Man muss arbeiten, oder? Ich muss rein. Ich werde fett heute. Ja, Bumi, fang zu. Kennst du einfach die ganze Zeit dich nerven? Ist mir da? Sorry, Chat. Wir hatten einen kleinen Ausfall. Sind wir wieder back? Ja, ich glaube schon, aber wir haben einen kleinen Ausfall auf jeden Fall. Easy, W's in den Chat, einfach nerven. Was? Der lässt sich mal so richtig aus dem Konzept bringen. Ne? Scheiße. Okay, Afro direkt hinterher, geht wieder. Geht Ton? Geht alles? Ton, 1, 2, 3. Check, check, let's check. Let's go, let's go, let's go. Afro, gib ihm. Hyped. Ja. Listen, sexy lady, sexy mama, come to me, yeah, that's the drama. Sexy lady, sexy mama, come to me, yeah, that's the drama. Sexy baby, ain't no drama.
sexy baby, ain't I make your heart beat like a drama. You my wonder, there's snow in summer. Good vibes around you in your aura. You even look sexy when you in your pajama. Tell me what you want, baby. Is it love or is it trust, baby? Tell me what you want, baby. Do you love it when I come around, baby? Sexy lady, sexy mama, come to me, yeah, that's the drama. Sexy lady, sexy mama, come to me, yeah, that's the drama. Sexy baby, ain't no drama. Sexy baby, ain't no drama. Thank you, guys. Stark, Bruder. Sehr danke, stark. Danke. Darf ich einmal fragen, was für eine Nationalität ihr seid? Wir sind Tamilen. Ich wusste es! Ich hab vorher zu dir gesagt, Tamil, hast du dein Ohr gehört? Nee. Fuck, Digga! Ich hab gehört, das war gerade Tamil auch ein bisschen, diese Ding, ne? Dieser Vibe, ja, jetzt hab ich das Tamil geschehen. Aber tough, ich find das richtig, ich fand's geil, Bro. Hey, ich hab einen Kollegen, der Tamil ist, aus Düsseldorf und so, der macht auch Musik, das hat mich schon daran erinnert. Danke, ehrlich. Sehr geil. Sehr geil. Ich bin immer der kritische Hase. Ich fand beim zweiten Song war von den Lyrics her zu viel Sexy Lady. Das war ein bisschen geil. Das war aber Hook. Ja, das war aber dreimal geführt. Ja, aber Hook kann dreimal vorkommen, Bruder. Ja, ich check, was du meinst, aber ich hätte mir so ein bisschen mehr so, weißt du, wie ich meine? Ja. Was anderes gewünscht. Ich fand seine Dance Moves geisteskrank, aber dafür fand ich lyrisch nicht so stark. Beim ersten und beim zweiten. Aber er macht es auch auf Englisch, ne? So was ganz anderes, eine ganz andere Liga und so. Aber Auftreten wieder super gewesen, Bruder. Aber overall fand ich ihn auch super, ja? Der Auftritt war Baba, Bruder. Mir hat das sehr gefallen. Ich fand wichtig, dass er nochmal Afro macht. Sehr wichtig. Yeah. Ich finde, das hat nochmal gezeigt, dass er sehr, sehr divers ist. Er kann viele Sachen, weißt du? 100%. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er das dritte auch noch gut kann, aber spar dir das auf, Digga. Wir haben ja noch viele vor uns, also Bro. Ohne Spaß. Mich hat das ein bisschen an Biang erinnert, die Hook. Kennst du Biang? Klar. Hat mir sehr gefallen. Sowas höre ich auch sehr, sehr gerne. Also, Bruder, mach weiter. Du und dein Cousin, ihr habt eine Zukunft, wenn ihr durchzieht. Danke dir. Ich fand's sehr, sehr gut. Was sagst du? Ich sag, ey, wie gesagt, ich fand's Baba auch allgemein, eure Familie, sehr, sehr süß, so wie ihr das macht. Also zusammenarbeitet und so. Bestimmt zusammen auch Tracks und so irgendwann. Ja, 100%. Deswegen zieht da auf jeden Fall durch. Euer ist schon das Beste, wirklich. Aber passt auf euch auf. Ey, Chat, schreibt mal eure Bewertungen von 1 bis 10 auch mal in den Chat rein. Ich will so wissen, was du in den Chat denkst. Stimmt, Chat. 1 bis 10. Das sagt ein bisschen mehr aus als W und L, Bruder. Wirklich, kannst du nicht mehr sehen. 10, stark. Kennst du aber lügen. Als ob Hamets Gedicht war besser. Okay, flipp mal. Deren Familie hat rasiert, sag ich. Sag so. Ich sag so. Die Frage, die ich mir stelle, ist, machen die auch 50-50, wenn die gewinnen? Weil der Gewinner kriegt 500 Euro. Ich glaube, selbst wenn der Kleine gewinnt, kriegen alle. Der Cousin nimmt alles, Bruder. Producer kosten. Der Cousin sagt, ich behalte, damit du nicht verlierst. Wie früher. Ja. Wurde das bei dir auch gemacht? Natürlich, meine Eltern immer. Geld bekommen von Verwandten, die haben gesagt, ich nehme. Ich nehme und behalte, pass drauf auf. Der nächste, Sally? Ja, okay. Der nächste einmal, bitte. Ey, Pets Saladekappe für iPhone 15. Diese USB-C. Wie heißt du? Ich heiße Nils. Okay, easy. Kein Stress. Was machst du heute? Ich bin Zauberer. Zauberer! Oh, was laberst du? Sehr cool. Geil. Danke, Bro. Ciao, ne? Sehr cool. Kommst du dann da vorne zu uns oder machst du von da? Wenn ihr wollt, dass ich mit euch arbeite, kann ich gerne nach vorne kommen. Du kannst gerne mit mir arbeiten. Dann gib ihm mal das Ansteck-Mic. Er kann zaubern. Krass, cool. Geil. Sowas ist immer wichtig. Sehr geil, sowas zu sehen. Dann ist es besser, dann kann er mit uns zu vorne reden. Was machst du? Arbeitest du mit Karten und so, oder? Du musst ins Mic reden. Auch. Okay, geil. Geil. Freut mich. Ich freue mich, Nils. Sehr geil. Ich freue mich. Wie alt bist du, Nils? 19. 19? Ja. Woher kommst du? Krefeld. Krefeld? Krass. Ah, mein Beileid. Danke. Was hast du da gemacht am Arm, Bro? Kannst du laden? Kleine Verletzung von heute Morgen. Ah, schade. Stell dir vor, beim Zaubern, wie heftig wäre das? Was? Er zaubert Verletzungen am Arm davon. So Feuer, krass, oder? Verletzungen am Arm wegen Zaubern oder wegen was anderem? Kommen wir gleich noch zu. Aber oh. Geheime Story. Keiner darf wissen. Ja. Mit Herz. Ja, hört man ihn gut, Chat? Das auch, Kamera muss auch gewechselt werden, ne? Wegen Cam, dass man ihn sieht. Ich glaube, du musst ganz vorne reinkommen, oder? Ja, du musst. Ja. Ja, ist so seitlich.
Genau so, so, ja, stell dich hier so. Da einfach und dann so zu uns. Achso, die da. Okay, die da, sorry. Ich stell mich mal hier. Stell dich einfach dazu. Okay. Ja. Okay. Als erstes machen wir ein kleines Gedankenexperiment, weil ich wissen will, mit wem ich als erstes arbeite. Gedankenexperiment? Gedankenexperiment. Rohat, denk bitte an eine Zahl zwischen 1 und 10. Okay. Einfach nur denken. Ja. 6. 10. 10, okay. Du bist nicht leicht zu durchschauen, das gefällt mir, wir fangen mit dir an. Okay. Ganz kurz aufstehen, ich glaube, das ist besser für die Kamera. Ja. Ich hoffe, du kannst mit Karten umgehen. Ja, ein bisschen. Kannst die Karten bitte einmal mischen. Ich mache das aber ganz gründlich, ne? Kannst du dich umdrehen? Ja. Okay. Du hast ihn auseinandergenommen. Ja. Alles gut, alles gut. Okay. Ich mache nur einmal so. Okay, ich hab. Okay. Kannst du die wiedergeben? Okay. Bist du zufrieden mit deiner Mischart? Ja. Ja? Du hast sie völlig frei gemischt? Ja. Und jetzt möchte ich bitte, dass du an einer Stelle Stopp sagst? Ja. Völlig frei wo? Ja. Stopp. Hier oder noch weiter? Hier. Okay. Merk dir die Karte, ich darf sie nicht sehen. Okay. Nimm die Karten direkt. Die kompletten Karten? Die auch und die kannst du wegpacken. Kannst du behalten, wenn du willst. Okay. Okay. Warte mal. Es gibt zwei verschiedene Arten von Karten. Einmal Zahlenkarten und einmal Bildkarten. Ja. Ich möchte bitte, dass du dir einmal vorstellst, wenn es Zahlenkarten sind, dass hier zwischen uns die Zahlen erscheinen, ja? Okay. Wie bei einem Taschenrechner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 0. Wenn das Bildkarten sind, stell dir bitte vor, wie die Bildkarten zwischen uns schweben. Ja. Ja? Okay, bei den Bildkarten hast du eigentlich nichts gemacht. Das ist eine Zahl. Ist das richtig? Ja. Okay. Als nächstes möchte ich bitte, dass du dich darauf fokussierst, ist es eine schwarze oder eine rote Karte? Okay, das war viel zu einfach. Das ist eine rote Karte, eine rote Zahlenkarte, ja? Ja. Jetzt gehen wir die Zahlen einmal durch. Von 1 bis 9. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, immer noch nicht dabei, 7, 8, 9. Eine rote 9, ist das richtig? Du hast die Karo 9? Ist das deine Karte? Hä? Aber ich verstehe nicht, also... Er hat recht. Aber ich verstehe nicht, also hast du irgendwas gemacht mit deinen Augen, irgendwas? Nein. Der ist richtig. Es ist einfach richtig, Bruder, hä? Doch, das ist richtig. Aber ich verstehe, aber... Hä? Aber es geht noch weiter, das war nicht alles, bei weitem nicht. Okay. Okay, ich brauche bitte, du kannst wieder setzen, ich brauche dich nicht mehr. Okay. Hamed, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 99 völlig frei. Jetzt bitte und lass dich nicht von mir beeinflussen. Guck mich bitte an. 69. 69? Ja. Bist du dir ganz sicher? Hundertprozentig? Du kannst auch noch ändern, wenn du willst. Kann ich noch ändern? Wenn du willst, aber du kannst auch bei der 69 bleiben. Jetzt hast du mir wieder in meinen Kopf. 99 doch. Ja. 99? Ja, ja. Hundertprozentig? Mhm. Ach, jetzt warte. 10, 10, 100% jetzt. Hundertprozentig die 10? Ja, für Messi. Okay. Nein. Nein. Was? Nee. Ich hab auf meinem Handy. Nein, nein. 10 hast du gesagt? Ja. Okay. Bei den Notizen unter berühmte Persönlichkeiten verschiedene aufgeschrieben. Wer steht bei der 10? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Die 11 wäre gewesen? Sylvester Stallone. Und davor James Gordon. Ja. Aber du hast dich für die 10 entschieden, völlig frei. Ja. Ich hab ja von der Verletzung erzählt. Nein. Von heute Morgen. Ich hatte einen Termin im Tattoo-Studio. Ja. Und hab mir einen Namen tätowiert, der mir sehr am Herzen liegt. Nein, nein, nein. Seid leise, seid bitte nein. Stopp, hör auf. Halt's mal. Übrigens, danke für die Spontanität an das Tattoo-Studio. Mach's maximal. Darf ich sagen, dreh, welches Studio das ist? Ja. Black and White in Krefeld, vielen Dank. Okay, zeig mal. Nein. Was war dein Name? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Nein! 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 Nein, Digga! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Du machst maximal. Bruder, das ist aber auch nicht fake oder so, ne? Nein, nein. Ist noch Folie dran von heute Morgen, Bruder. Ich kann die auch abmachen, wenn du willst. Digga! Hä? Du machst maximal Spaß gerade. Zeig das mal in die Cam. Was zu der Cam? Digga! Hä, Bruder, hätte er jetzt 69 genommen, dann. Hä? Bruder, ich hab doch dreimal geändert! Er kann doch Notizen nicht umändern einfach! Bruder, hier ist schwarze Magie in der Luft. Hier ist irgendwo schwarze Magie. Ey, das ist ehrlich ein Tattoo, ne? Das ist wirklich ein Tattoo.
Also hier ist irgendwo schwarze Magie. Ich weiß aber, Bruder, bitte. Alter, das Bruder. Ist ja, Bro. Digga, wer hat den Tisch umgestinkt? Mein Handy. Bruder, heftig. Bei Gott, heftig. Bro. Hilf mal. Schimmer kurz, Bruder. Das ist... Digga, hä? Also ganz, ich hab, das Ding ist, es gibt diese Tricks, die kennt man, die hat man überall gesehen. Aber ja. Den hab ich dann wirklich noch nie gesehen. Krass. Aber ich, mich fickt, Bruder, das Tattoo bleibt jetzt für immer. Ja. Aber was wäre, wenn jetzt zum Beispiel 12 gewesen wären, seine Notizen? Ist ja nicht gewesen. Bruder, für mich ist heute ein besonderer Tag. Dieses Tattoo wird mich immer an diesen Tag erinnern. Bruder, der Tag soll bei dir rein. Das macht grad keinen Sinn für mich. Das macht grad gar keinen Sinn für mich, Bruder. Vor allem, ich check was? Aber nicht, woher wusste er, dass das mein Lieblingsschauspieler ist, Digga. Woher wusste er das? Ey, ich kacke doch ab. Bruder, willst du einen Snickers? Gerne, ja. Danke. Ich glaube, das ist Snickers tätowiert. Ey, Digga, ich finde das gerade heftig. Bruder, das finde ich gerade wirklich Wolli. Lack aus dem. Ihr müsst euch vorstellen, da waren von 1 bis 100 irgendwelche Promis. Ja! Und genau bei 10 steht Ryan Reynolds. Und ich habe dreimal die Zahl umgeändert. Was? Heftig. Kannst du die Notizen noch mal zeigen? Ja, kein Problem. Sag dahin, by the way. In die Kamera? Oder? Ja, zeig mal in die Kamera. Kann man Notizen ändern, Bruder? Ich glaube schon, oder? Kann man, nee, kann man nicht. Oder? Ja, aber doch nicht. Hast du gelesen? Hast du gelesen? Im Chat. Nein. Egal. Crazy. Ich hoffe, ich kann euch überzeugen. Yes. Also jetzt mal Real Talk Chat. Das ist doch krank. Das habe ich noch nie gesehen. Ich will auch bei sowas nicht bewerten. Gläubiger Mann. Ich bewerte sowas nicht. Ich weiß, heute Abend. Aber danke, dass du auf jeden Fall alles hier gefickt hast. Alle meine Zettel liegen irgendwo. Ey, die Karten könnt ihr behalten. Ich glaube, ich sammle die jetzt nicht mehr. Deine Zettel waren richtig wichtig. Ne? Da waren so gute Informationen drauf. Ja, da waren alle Bewertungen drauf. Bei dem einen Chat, aha. Tote Bewertung. Alter, das war heftig. Einmal klebst du den Chat. Aber ich werde heute Abend beten, Bruder. Ich werde heute Abend kräftig beten, Bruder. Ich werde heute Abend kräftig beten. Da ist irgendeine Magie gewesen hier drin. Das war, hat mir Angst gemacht. Ehrlich, ne? Komm, ich helfe euch mal. Oder brauchst du nicht? Alles gut. Er will weiterkommen. Digga. Also, das ist jetzt groß, ich hab ehrlich. Oder? Nee, das ist dein jetzt. Sticker. Oder? Das ist deins? Ja. Sticker. Geht das? Das fällt so ab, dass man es nicht weiß, dass es geht, ne? Geht das? Okay, wir machen weiter. Ey, danke dir für deine Performance. Wo soll ich das Mikro? Gib ihn da. Das ist heftig. Oh, Kato Habibi. Du bist mein Schatz, weißt du das? No. Okay, oder wir machen weiter. Wir haben doch noch Pizza, Cousin. Wir machen weiter. Danke, Bro, danke schön. Ja. Irgendwas, Bruder. Danke schön, oder? Ja, gib mir auch ein zwei Cheeseburger. Gabi ist Kato. Kato. Hm? Danke. Ich kann dir Nuggets geben. Ja, auch gut. Soll ich den nächsten reinrufen oder wollt ihr kurz essen? Kato. Wollt ihr kurz essen oder soll ich den nächsten reinrufen? Mach weiter, Cousin. Kato, lass mal auch essen. Ist das so was? Müsst euch teilen. Denn. Lass weitermachen, Jungs. Bitte. Der nächste bitte. Hätten wir auch was? Der nächste! Der nächste, ui! Hallo! Komm, nimm dir, Bruder. Egal, nimm einfach. Es geht. Nein. Wer heißt du? Essen gibt ja. Mikro.
Was? Ja, hast du mich zum Mund gemacht, Digga. Ich hab Burger geworfen. Ich werd Binder kennen. Mach einfach normaler. Essen wirf mal nicht, Bruder, nachdem ich zugeworfen hab. Ja. Mein Name ist Julian. Ich bin 19 Jahre alt und war nicht so toll, hier hinzukommen, aber jetzt nach dem letzten Tag ein bisschen sehr nervös. Und woher kommst du? Ich komme aus NRW hier. So, du meinst in die Ecke eigentlich. Aber Wochenende war sehr voll geplant, deswegen war es sehr spontane Aktion. Ach so, okay. Warst du gestern Karneval hier? Nee, ich war nicht im Karneval, ich war in Saarland bei der Beatbox-Meisterschaft. Also ist der Beatboxer. Digga, Beatbox-Meisterschaft. Nicht Weltmeisterschaft, das ist lokal so. Ja, kann man so sagen. Schon größer. Okay. Aber ja. Okay. Krass. Ja. Hey Bruder, deswegen, dann hau mal Eier auf den Tisch und gib ihm, oder? Ohne Eier auf den Tisch hauen. Aber gib ihm. Mit Confidence. Genau. Terms of Service, Eier auf den Tisch. Das okay. Erzähl ich nicht. Einfach beginnen? Okay. Bin ein bisschen nervös nach dem letzten Akt, sorry. Alles gut, Bro. Du gib mir dir Bild und dann geht jetzt zum Duell. Der Drillbeat kam nicht so rüber, wie er sollte. Ah, das waren so Drill-Hi-Hats, ne? Ja, ja. Ja, diese. Mhm. Krass, ne? Drill-Hi-Hats, ist crazy. Mhm. Da kommt der Musiker aus mir raus, Bro. Ich sag ehrlich, ich dachte am Anfang, der andere wäre fresher gewesen, aber man hat so zum Ende hin gemerkt, okay, Digga, was er noch alles für Sachen raushauen kann. Ja. Du hast echt schwach angefangen, aber stark. Nicht nachgelassen, nicht, Bruder, genau, stark weiter, also... Ja, er kennt schon gar nicht mehr das Kompliment. Er kennt nur noch das Negative immer. Genau genommen, das war eigentlich sogar abgesprochen, dass ich am Anfang alles auf die Nervosität schiebe und dann... Ich bin Bühnenpräsenz eigentlich gewohnt, deswegen... Ah, das sollte, du hast uns verarscht quasi. Ja. Er hat uns verarscht. Ich hab nur mich beim Verarschen selbst verarscht, weil es war eigentlich ein bisschen anders geplant mit noch mehr reinkacken, aber... Ah, okay. Das dann heißt, doch nervös geworden. Ah, okay. Da bist du crazy gekommen. Aber ja. Ja, ich find's cool, Beatbox, find's cool. Wirklich, der hat auch eine Idee dahinter. Also war wirklich stark. Wie ist dein Name nochmal? Julian. Mein künstler Name ist Slaughter. Slaughter? Ja, nee, Slaughter. Also wie 21 Savage, Slaughter Gang. Okay. Das haben auch ein paar in Chat geschrieben, glaube ich, gerade. Ach, du bist echt Fame, Janne. Du hast Motion. Wie glücklich. Unangenehm. Habibi. Ja, und Drill dachte ich mir halt einfach, nehme ich mal mit rein, weil Roat hat ja mal des Öfteren erwähnt, dass er Ami Drill und UK Drill und alles. Mhm. UK nicht so, aber Ami, ja? Ja, aber hab ich gehört. Mehr so Opium, aber ja. Krass, stark, sehr, sehr stark. Was sagt ihr? Oder ich bin zufrieden. Ich fand, wie gesagt, Anfang war halt nicht so geil, aber Ende kam halt gut. Ich muss sagen, wir haben halt keinen in der Jury, der sich da auskennt. Und ich sage, Real Talk, dass das unterschätzt ist. Ja, ich glaube, also, dass das viel schwieriger ist, als man das denkt beim Zuhören. 100%. Aber es hat sich schon krass angehört beim Zuhören. Und dann, wenn man das noch kombiniert mit diesem, es wird underrated, das muss schon sehr, sehr stark gewesen sein. Ich glaube, aber wir erwarten auch ein bisschen zu viel vom Beatboxen, weil es so schwer ist, weißt du? Nein, nicht wirklich. Also, es ist ja, diese bekanntesten Sachen sind zum Beispiel Candy Shop oder Drop It Like It's Hot und so. Das sind so diese berühmtesten, die
jeder, der anfängt zu Beatboxen, quasi kann. Aber so Technicality-Stuff, das alles, was man sich wirklich mit wochenlanger Arbeit erarbeiten muss, um alles zu lernen, das ist schon, es ist quasi wie ins Gym gehen, um Muskeln aufzubauen. Das hast du auch nicht vom ersten Tag. Das ist Zeit über Zeit über Zeit. Einfach nur Muskeln aufbauen. Und deswegen, da steckt viel, viel mehr Theorie hinter, als man denkt. Ich glaube. Kannst du einmal kurz Candy Shop, ganz kurz? Grüße gehen raus an Callisto. Callisto. Shoutouts. I'll take you to the candy shop. And your lollipop. Hit this spot. Hit this spot. Whoa! Geil! Stark. Sehr geil! Guter Mann, wir schreiben deine Bewertung auf. Sehr, sehr gut performt. Danke, danke für deine Performance. Ja, danke, danke, danke. Danke für deine Performance. Danke. Digga, Robert meinte am Anfang einfach, der sieht von hinten aus wie Revi, Bruder. Ja, von hinten, er sah aus wie ein Lehrjack. Ich dachte, weil wir sind in Revi sein Büro. Ja. Und ich dachte, nein, aber so. Wir sind in Revi sein Büro und er sah von hinten aus wie Revi ein bisschen. Null. Okay, Sali. Ja. Dieses Null. Nächster Kandidat, einmal bitte kommen. Oha. Wollt ihr einfach kurz ein Funfact geben? Was Funfact? Wie heißt du? Ihn? Ich weiß, das ist dein Mod. Er ist Mod bei mir. Ja. Das ist dein Mod? Das ist einfach mein Mod. Aber er ist so dieser, er ist so Tassos-Mod. Heißt der Marwan? Genau. Ich kenne ihn. Er hat so Schwert neben seinem Namen, aber moddet nicht. So ein Mod halt. Nee, ich bin Marwan, ich bin 18. Mach mal das Mic so ein bisschen höher, damit man so... Okay? Ich mach mal da. Ja. Ich bin Marwan, ich bin 18. Ich komm auf Düsseldorf. Habibi Marwan. Ich glaub, ich kann nicht mehr pissen gehen. Ja. Jungs, bitte leise, ich hör wirklich hinten. Wenig. Auch hinten, bitte. Kann man, ey, hinten könnt ihr ein bisschen leiser sein, hinten auf korrekt. Dankeschön, Jungs. Okay, jetzt. Ich bin Marwan, ich bin 18, ich komme aus Düsseldorf. Ja, ich würde was singen. Sing? Ja. Was willst du singen, Bro? Hä? Was willst du singen? Ding, ich mach, es tut mir doch so leid. Nein, ich wusste es. Aber Acapella. Kennst du nicht? Es tut mir doch so leid. Gern, ich würde okay, Bro, ich will das hören. Er fragt, wie geht das Lied? Dann werden wir beleidigt. Peach. Ja, weil ich nicht das Lyrics-Spoiler. Ja, okay. Genau, Peach. Darf ich? Okay, ja. Baby, gib mir die Chance, noch was zu sagen, denn mir liegt was am Herzen schon seit Tagen, wenn du nicht mehr bei mir bist, fühle ich mich leer. Das Leben ist kalt ohne dich und so schwer. Es tut mir doch leid, ich bin doch bereit, mich so zu ändern, dass nur für dich diese Sonne scheint. Ich tu, was du sagst, genauso wie du es magst. Mein Leben fängt neu an diesem Tag. Es tut mir doch so leid, Girl, ich würde alles tun, dass du mir verzeihst. Girl, ich mach es wieder gut, es tut mir doch so leid. Komm wieder zurück zu mir, ich will bei dir sein, nie wieder allein. Es tut mir doch so leid, ich hörte Stimmen, die sagten, hey komm, lass sie gehen. Sie hat's nicht verdient und war auch unverschämt. Ich hab einen Fehler begangen, ich war ein anderer Mann. Ich schwöre, ich würde es rückgängig machen, wenn ich kann. Tut mir doch leid, ich bin doch bereit, mich so zu ändern, dass nur für dich diese Sonne scheint. Ich tu, was du sagst, genauso wie du es magst. Mein Leben fängt neu an diesem Tag. Also das ist Real Talk. Real das Talk, sind meine Mods. Real das Talk, sind meine Mods. Real Talk. Meine Mods. Ich muss auch eine Sache sagen. Erstmal. Erstmal, dass deine Mods Talent haben, ist wirklich crazy. Meine Mods können nicht mal modden. Weißt du, wie ich meine? Also. Was? Also. War. Also ist krass. Sehr, sehr heftig.
A Cappella auch, ne? Ja, Bruder. Eine Sache, die ich sagen muss. Eigentlich jeder in Deutschland kennt diese Lyrics auswendig und du musst das ablesen. Junge, ich bin bindernervös. Bruder, du kannst das Lied nicht mal. Sei mal leise, Junge. Ist ja dumm. Natürlich kann ich das. Bruder, warum redest du ihn so gut? Ich würde jetzt extra eine schlechte Bewertung machen, damit du nicht. Weil es mein Mod ist, Junge. Ja, okay. Ist mein Bitter. Ja, okay. Aber auf jeden Fall wirklich, wirklich, wirklich gute Leistung. Also wirklich ja. W Mod an der Stelle. Dankeschön, Dankeschön. Habibi. Wie war dein Name nochmal? Marwan. Marwan. Digga, ich sag ganz ehrlich, ich bin komplett überrascht, als er gesagt hat, er fängt an zu singen, dann das Lied. Ich dachte, das wird jetzt ein Troll. Wirklich verrückt. Ich dachte ehrlich, du machst jetzt so Spaß und so hätte ich auch lustig ich gefunden. So er konnte ehrlich singen. Ja, ich hab so Angst, dass du verkackst, ne? Weißt du das? Junge, ich hatte mehr Angst. Wusstest du, dass er singen kann? Ja, also er hat öfter gesagt, er hat auch einen Discord, aber im Discord ist immer tot, weil sein Mikrofon ist Mike ist kacke. Ja. War ehrlich sehr, sehr stark. Auch, dass du bisher mit Stimme spielen konntest und so, hätte ich niemals erwartet. Ehrlich, das kam. Mann, und dass das so unerwartet das kam, hat es nochmal sehr stärker gemacht. Okay, warum machst du dann Pflaster? Was? Warum machst du da ein Pflaster? Guck mal, der. Sag warum? Mal. Ding! Ich hab mich rasiert und so. Ich hab verkackt. Beim Rasieren wegen geschnitten. Blut und so, wegen Twitch. Wie beim Rasieren geschnitten, Bruder. Er hat nicht mal einen Bart. Nein, Junge, die war diese Dinger, muss ich wegmachen. Aber Pflaster ist weit unten, Bruder, dafür, nein, dass hier oben. Ich hab das Pflaster gefunden, das Tape. Ach, Tape. Grausam. Okay, ja, krass. Ja, Baba. Ey, wirklich heftig. War ja der letzte. Noch GG. Okay. Er war der letzte, ne? War der letzte, Bro. Unterhaltsam als Daniel, Bruder. Warte mal, okay, ich sag dir, erzähl mal. Ich will nicht gehen. Oh mein Gott. Ich wollte auch zwei gehen. Alter, was war das? Oh, ich bin so erschrocken. Oh, mein Ohr. Ah. Ich hab. Oh, wie sieht's aus mit Job? So hast du gar nichts mehr zum Job. Kannst du runtermachen? Ich hab hier, ja. Ach so. Das war's mit den Talenten. Danke an alle, die da waren. Und jetzt losen die drei den Gewinner aus. Aiwa. Ja, jetzt warte mal, alle sollen mal noch. Nee, warte, lass uns erstmal dingsen. Okay, wir analysieren das bisschen mit dem Chat. Ja. Chat, schreibt ihr mal rein, wen ihr am besten fandet. Meine Chain. Millionen. Warte, lass uns mal bitte. Sie gewinnt einer 500 Euro. Ja. Jeder soll einmal bitte seine Top 3 aufschreiben und dann vergleichen wir und addieren die Punkte zusammen, Tamar. Okay, leider. Wo sind die ganzen Stifte? Ich glaube, ich habe mein Favorite. Ich schreibe deine Punktzahl auch dazu auf. Ich habe meine Top 3. Du musst aber Punktzahl auch, damit wir wissen. Punktzahl habe ich keine. Ich weiß schon so ungefähr. Ja, achso. Daniel hat ehrlich zugenommen. Guck mal kurz. Bruder, jetzt wieder schlecht gewissen. Nimm mal den Stift. Ich habe, Bruder, keine Ahnung, wo der ist. Der hat dir alles rumgeworfen. Ja, Digga. Da eine kaputte Dose, Bruder. Wer macht sauber? Warte, schreib mal auf. Guck mal, wie deine. Sieht, passt. Mhm. War das der. Krass, okay. Ich dachte, du hättest da noch jemand anderen reingehauen. Ja? Yeah? Mhm. Nimm. Wen denn? Mhm. Schmeckst du? Scheiß auf den. Jetzt mal bei Klassenarbeit. Ich hab die drei, ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden. Ich hab aber meinen Top 3. Ich hab auch mal einen. Wer war das? Sein Cousin. Hm? Sein Cousin. Echt? Mhm. Der krasse Rapper von Icon. Der kleine Junge. Okay. Okay, sag mal bitte, sag. Hol mal bitte alle nach vorne, oder? Würde ich sagen. Hol mal bitte alle nach vorne, mach mal das Mic ein bisschen weiter runter. Ja. Yeah. Alle sollen mal da vorne hinstellen. Ich habe meine Top 3 aufgeschrieben. Hast du? Zeig mal deine. Ich hab nichts. Zeig mal deine. Ich, Bruder, ist doch egal. Ich würde sagen, wir schicken erstmal alle raus, die gar nicht in unseren Top 3 sind. Checkst du? Mhm. Okay. So. Nee, ich würde immer nach und nach vor sagen. Du rufst die da vorne. Und du, tschüss, dann, wie viele das eigentlich waren, ne? Tschüss. Also ich, okay. Okay, also erstmal. Ich weiß, was wir machen. Ich weiß, wie wir das machen. Okay, wir haben zwar alle, wir haben alle drei Namen aufgeschrieben, ne? Und ein paar Namen
stimmen übereinander. Also du hast auch einen Namen, den ich zum Beispiel aufgeschrieben habe. Ja. Aber wir dürfen jetzt alle drei Leute safen. Das heißt, wenn ich jetzt den safe, der bei dir auch steht, darfst du noch wen anders safen. Und dann zeigen wir gleich. Nein, das macht so mehr Sinn. Vertrau mir. Wie? Dann muss ich einen nehmen, den ich nicht in meiner Top 3 hätte. Ja, aber wir haben doch jetzt doch gar keine insgesamte Top 3. Ich habe meine Top 3 und die Leute, die übrig bleiben, wenn du jetzt zum Beispiel einen hast, den ich auch habe, dann bleibt er einfach vorne. Trust. Und was ist, wenn ich einen habe und du ihn aber nicht? Ja, dann kommt er auch mit vorne. Ach so, okay. Alle und der Chat entscheidet, okay. Ja. Einer hat gefragt, ist da auch ein Deutscher dabei? Also erstmal Real Talk. Applaus für die, dass sie sich die Zeit genommen haben. Hier auch selber. Real Talk. So kurzfristig. Digga, ich habe den Stream vor 3 Tagen oder 2 Tagen angekündigt. Und Shoutouts auch an Kato und Henry, die das Ganze hier geplant haben. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit. Kato! Alfonso Dessel! Leg los, Bruder. Sag deinen Top 3. Soll ich meinen Top 3 sagen? Ja. Okay. Dann, Bruder, das ist voll unangenehm, ja? Top 3 zu sagen. Warum muss ich anfangen? Das ist immer richtig respektlos. Ja, dann einmal Krisch, einmal nach vorne. Ja, Krisch. Fassé, einmal nach vorne. Und, okay, ich weiß nicht mehr, wie man den Namen ausspricht, ja? AK? Ja, AK. Ey, weißt du, an wen er mich ein bisschen erinnert? AJ Shabir. Der von Bing Squad. Das ist deine Top 3. Sally, lass mal nur die Leute, die nominiert sind, vorne, dass man so Dings. Stellt euch mal nebeneinander alle. Ja, so. Weil, ich habe auch Krisch hier draufstehen, also der schon hier steht. Dann habe ich als zweiten den Magier, den fand ich so wirklich geisteskrank. Okay. Ich fand's auch so heftig, weil er hat einen Zaubertrick gezeigt, den ich noch nie gesehen habe. Normalerweise, wenn ich von irgendwelchen Leuten Zaubertrick sehe. So mit Rechner und so. Ja, Handy, genau, das hat man schon vorher gesehen. Deswegen. Und dann habe ich als letztes noch den Tänzer, der Bruder auf der linken Seite hier, wirklich Justin, auch crazy performt. Also wen ich in meiner Top 3 hatte, war auch der Magier, Krisch, aber ich hatte noch, weil ich es halt einfach meiner Meinung nach geil fand und nicht nur, weil es jetzt mein Mod ist, Bruder, aber weil er halt auch A Cappella gesungen hat, fand ich das von Marwan halt auch cool. So. Okay. Deswegen hatte man was dafür. Okay, heftig. Das sind die 6 letzten. Von euch wird entschieden, wer das Ganze gewinnt. Danke an all die anderen Teilnehmer. Hey, Jungs, wirklich sehr, sehr korrekt. Da war noch so gut Talent bei Song, schwer zu entscheiden. Aber am Ende des Tages muss man halt einen wählen, der halt die 500 Euro gewinnt. Deswegen schaut euch auch, dass ihr euch die Mühe gegeben habt, dass ihr hergekommen seid. Wirklich top, sehr, sehr cool. Aber wirklich. Wirklich, machen weiter. Wir hatten ehrlich krasse Talente dabei, ne? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich heute hier hinfahre und wir haben so viele unterschiedliche Sachen. Wirklich, wir hatten Beatboxer dabei, die waren geisteskrank. Wir hatten viele Rapper, fand ich aber. Wir hatten viele Rapper. Ich hätte aber, Rapper hätte man sogar erwartet, fand ich. Ja, ich fand die ganzen anderen Leute, die was anderes vorgeführt haben, fand ich, haben das Format auf jeden Fall sehr, sehr bereichert. Deswegen Dankeschön an alle, die gekommen sind heute, ja. Okay. Dann hast du noch die alleine, okay. Dann bitte ich die Leute, die nicht reingevotet wurden, einmal bitte dahinter zu warten. Dann wir losen kurz von den drei den Gewinner aus und danach kommen wir zu euch. Danke, Freunde. Das ist jetzt wieder sein, Bruder. Unangenehm, ne? Ja, unangenehm, Bruder. Ich muss das natürlich wieder sagen. Soll Daniel sagen, der Schwanz? Du bist der Wichser heute, wirklich. Bisschen mitzig, sieht man alle drauf? Wollen wir erstmal den Chat fragen, wen die von denen nehmen würden? Einfach mal so für wir machen Eindruck. Am Ende die Chat-Abstimmung und der ausgewählt wird von Chat gewinnt. Ach so, der Chat entscheidet? Chat entscheidet, wer gewinnt. Okay, krass. Digga, wofür bin ich gekommen? Da haben sie Mund gemacht, Digga. Die hat den Chat geschrieben, Bruder, hätte mehr gebraucht. Ich spamme den Chat. Okay. Nee, Abstimmung wird gemacht, ne? Ist einer der Mods überhaupt da? Weil bei mir Mods ist gerade kritisch. Morgen wird auch 80% meiner Mods werden im Model. Ich kann eine Milliarde Prozent. Ich gebe dir Mods. Bruder, warte mal. Kannst du
Tatsu ist da, Ding hier. Platz frei, kannst du Mod bei mir sein? Ja, ja, Tatsu ist da, er macht gerade. Der ist nie bei mir da, Bro. Der, ja, okay. Ist, der ist einfach nur diese Tassas-Mod so. Andere hätten jetzt einfach auf korrekt ja gesagt, Bruder. Er muss auch noch sagen, Digga, dass er bei Daniel nicht mal da ist. Seine Streams sind langweilig, ne? Aber ich gebe nicht mehr Mods, Bro. Ich empfehle niemanden mehr. Shoutout Dennis, du. Boah, ist das schwer. Also, warte mal. Sag mal bitte. Warte, er sagt, nenn alle Antworten nach und nach. Also, wir haben einmal Marwan. Dann haben wir einmal AK, also einfach AK. Dann haben wir einmal Krisch. Dann haben wir einmal Fassé war das? Fassé, genau. Nennen die Antworten doch zwischen was? Achso, wie meinst du, nennen alle Antworten doch zwischen was? Wie meinst du zu Gewinner? Wer Gewinner ist, Tatsu? Macht gar keinen Sinn. Sag mal bitte, wen du als Gewinner wählen würdest. Dann sag ich, dann sagt er. Okay. Wir persönlich. Ja, okay. Hat das irgendeine Bedeutung? Hab ich doch fließt gesagt, das mit ein? Deswegen. Ja, das influenced halt die anderen. Ja, für mich, ich habe auch eine Platzierung aufgeschrieben. Genauso habe ich das vorgelesen. Ah, okay. Für mich hätte Krisch gewonnen. Oh, heftig. Krass. Boah, bei mir ist so schwer. Ich bin zwischen zwei Leuten und das ist so schwer für mich. Real Talk, das ist richtig schwer für mich. Zwischen wen, sag mal? Für mich ist es richtig schwer zwischen den Zauberer und Krisch. Ich fand es bei Krisch so heftig, dass er mit 13 halt hier so steht und dass er das macht und es ist heftig mit so einem Selbstbewusstsein, dazu noch tanzen und gut, so wirklich gut gerappt so mäßig, aber der Zauberer hat mir einen Trick gezeigt, den ich vorher noch nie mäßig gesehen habe. Wisst ihr, wie ich meine? Das hat mich auch Knockout gelegt, deswegen. Ich finde, der Zauberer sieht aus wie dieser eine TikToker, Digga. Haben die Mods jetzt wirklich eine Abstimmung gemacht? Mann, haben der Tatsu kann nichts, Bruder, brüderlich, toter Mod. Nein. Bruder, wirklich hasse sowas. Man kann nur 5 Leute auswählen, Bruder, bei Dings, deswegen muss man so einen Strawper-Link, glaube ich, machen. Ja, aber komm. Boah, wie ich voten, Digga. Daniel, du dumme Sau. Ich sag ehrlich, weil der Zauberer mir was gezeigt hat, was ich noch nie vorher gesehen habe, würde ich den Zauberer voten, Real Talk. Allein der hat ein Tattoo, Digga. Tattoo ist verrückt. Boah, das ist schon hart, Bro. Guck mal, er macht so zu seinem Kleinen. ich sag ehrlich, wenn ich jetzt schon eine Antwort gebe, dann ist halt so vorweggenommen, weißt du? Deswegen, ich will mich eigentlich enthalten und den Chat voten lassen, weißt du? Halt's Maul, wir haben beide gesagt. Wir entscheiden nicht. Es geht nur darum, den Chat irgendwie unsere Meinung zu zeigen. Okay, aber unser Wort gibt's nicht. Nein, ich sag Real Talk, die werden okay, trotzdem. Okay, Chat, aber ja, ihr werdet safe Ding. Nee, Tassos ist wack. Ich fand, von meiner Meinung nach, wenn man alles drumherum betrachtet, fand ich das, was Krisch gemacht hat, übel geil, wirklich. Also, fand ich richtig cool. Aber mit mir war wirklich so ein Zwischending zwischen Krisch und dem Magier, Real Talk. Also, es war wirklich so ein Zwischending zwischen Krisch und dem Magier, ernst. Also, es war, so viel hat gefehlt. Ich will aber einmal kurz sagen, Digga, wir haben jetzt ein paar Leute, die hier vorne stehen, nicht erwähnt. Bruder, die hier vorne stehen, waren alle krass. Real Talk, also ja, da wirklich nur Applaus an euch, wirklich. Okay. Ist jetzt keine Abstimmung von den Mods, oder? Das ist crazy. Mods, mach mal bitte einen Strawpolling, bevor ich selber gleich modde. ja, der hat Nummer 1 bis 5 gemacht, Bruder, und das, keiner weiß, was 1 bis 5 ist, Bruder, deswegen ist er dumm. Lost doch. Läuft gerade eine Abstimmung? Gib mir mal bitte. Am besten mit den Namen. Mach mal bitte meinen Chat auf. Am besten auch mit den Namen. Oder auch in Klammern, damit die. Oder der schreibt 1 bis 5, es gibt aber 6 Leute, so. Er ist, Bruder, deswegen toter Typ. Es gehen nur 5. Ja. Dann sollen die beide rein. Ja, ja, da müssen wir einen raus, safe rausnehmen einfach. Bro. Da stehen nur Zahlen. Okay, weißt du, was ich aber. Weißt du, was wir einfach machen, Rohr? Denken, guck mich an. Wir nehmen jetzt einfach die 2, die wir in der engen Auswahl hatten, so. Vor uns. Okay. Also, das macht am meisten Sinn. Das ist auch bei der Abstimmung so. Dass die Leute meisten. Dann ist es leichter für die Abstimmung und gut ist. Bei der Abstimmung, okay. Kommt mal ihr beide nach vorne. Bei der Abstimmung ist es so. Ihr beide habt am meisten Votings gehabt. Jetzt macht eine neue Abstimmung. Wer gewinnt, der Zauberer oder Krisch? Bitte so, ganz einfach. Zauberer oder Krisch. Und der Gewinner kriegt die 500 Euro. Genau, fertig, ohne diskutieren. Jetzt diese Wer wird Millionär-Musik eigentlich einblenden, Regie? Jetzt kommt unentschieden, Kopfplatzer. Haben wir noch Megas? Kato? Tot? So ein Chickenburger, boah, der wird jetzt reingehen. Oder wir sind in der finalen Abstimmung, er sagt Chicken Burger. Bruder, was soll ich in der Zeit machen?
Mies Hunger. Bei dir rein, Daniel, bei dir, Sören. Bruder, Marwan hört Stimmen, ja? Also, das ist sein Gesicht. Er sieht irgendwas, was wir so, nicht sehen. So, abstimmen. Schau mal her. Die sehen es ja nicht, mal. Ne? Zeig mal. Boah, heftig. Boah, das ist dick geklappt. Kann das flippen? Das ist dicke knapp, kann ne? Das Bruder, flippen? Es ist echt knapp, Digga. Es ist ernst knapp. Es ist echt flippen. Knapp. Es Wie lange flippen. Geht das denn? Okay, ist keine lange Abstimmung. Es geht doch. Es ist, okay, wir können sagen 53-47%. Aber wir sagen nicht, boah, für wen. Es kann flippen. Es ist richtig krass. Digga. Das ist richtig boah. Knapp. Ernst. Digga, es ist 49-51%. Das ist abstimmen. Heftig. Nicht in den Chat schreiben, abstimmen da auf diese... 50-50%? Bruder, wie redest du? Ich sag doch, es flippt. Ich hab einen Riecher dafür, Bruder. Es wirklich, es flippt hier rum. Du lügst. 50-50. Du lügst. Nee, also wenn ihr wollt, also ihr könnt jetzt wirklich entscheiden, wer gewinnt, wenn ihr abstimmt. Ihr müsst wirklich abstimmen. Der Gewinner kriegt 500 Euro, ne? Das, jeder Vote zählt gerade, weil es so knapp ist. Es ist richtig knapp gerade, Bruder. Aber wir lösen nicht auf, wir gehen dann zu den beiden hin, so, weißt du? Und wir, ah, okay. Dieser Naheem Sky Film auf, spannend. Ja, ey, Bruder, Bruder, es ist zu knapp. Ihr seid doch immer, kann sein, ihr macht das extra gerade, ne? Geistkrank. 50-50%. Es ist 50-50 einfach. Also die Votes gehen hoch, aber es bleibt 50-50. Ist das heftig? Ey, nicht mehr lange, 10 Sekunden ungefähr ey, Bro. Noch. Das sind 10 Sekunden, es das ist 50-50. In der letzten Sekunde flippt das es auch nochmal schlimm. Du lügst. Was redest du? Nein, guck mal wieder, jetzt, einfach, guck mal jetzt es wieder. Ist einfach, nein! Bruder, es ist... Bruder! Tschüss! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Letzten Votes. Warte. Was? Bis grün angezeigt wird, warte. Oh mein Gott! Oh, oh mein du Gott! Lügst. Du lügst! Oh mein Gott! In der letzten Sekunde... Das war die letzte Sekunde, Bruder! Digga, es steht... Aber ihr dürft nicht vergessen, es ist immer noch 50-50, aber einer hat 5 Votes mehr. Bruder, es sind 5 Stimmen. Es sind 5 Votes 526 mehr. Zu 521 oder so. Ja, Ruat, geh auflösen. Geh, Bruder, also, das ist deine hier. Das ist heftig. Also, Leute, checkt Suria ab. Checkt Suria ab, checkt alle ab. Ne? Lass Follow da. Ihr wisst Bescheid. Wo ist mein Geld? So eine Rede. Rot, mach mal nochmal eine Rede. Rot, mach mal nochmal eine Rede, bevor du auflöst. Ja. Was? Hallo? Bruder, das ist krank. Warte kurz, Rot, sorry. Sieh mal mich. Yes. Also, mit 5 Votes, Bruder, tot. Mach jetzt. Mit 5 Votes hat gewonnen der liebe Krish. Yeah! 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 Der so Zauberer. Cool. Real Talk, der Zauberer. Aber auch Shoutout top hier. Voll seine Zauberer. Crazy, es also waren ernst. 5 Stimmen, die gerade bei dir. Wirklich krass. Krass. Ahmed, verdient. Krass. Geil. Stark. Es waren 5 Stimmen. Wegen 5 Stimmen, das ist heftig. Das ist heftig. Du bist eh glücklich, Bruder. Du. Oder morgen bist du im Chat, hast du mich verstanden um 19 Uhr. So, okay, Subchat, ich hab hallo, keine Mods du mal wieder. Kriegst, du ich hab bei dir, du bist das nicht dein Cousin. Mods, macht bitte eure Arbeit. Mods! Ich muss. Okay. Also, das war's mit der Talentshow. Wirklich Applaus nochmal an alle Teilnehmer, die hier waren. Viele Größen sind schon weg. Wenn ihr was haben wollt, dann geht jetzt auf den Shop Mods, spammt den Link rein von Surir. War ein sehr, sehr geiler Stream. Danke euch fürs Einschalten und damit sind wir out, meine lieben Freunde. Let's go! Zähne.